Hallo liebe Bienenfreunde, wir präsentieren heute wieder live von Pias Bienenstand. Da ist sie, wink einmal. Hallo. Sehr gut. So. Hallihallo, Echo. Soll ich meine Mütze absetzen? So, mich frei machen. Es ist dauernd heiß und kalt und heiß und kalt hier. Ich dachte, das sind meine Wechseljahre, aber ich glaube, das ist das Frühjahr. Oh, dazu noch. Wir haben heute einiges mit euch vor, und zwar haben wir heute einen Gast, den Ansgar, der will ein bisschen Zuchtstoff holen. Dieses Format, was wir hier für euch machen, hat ja nicht in erster Linie den Hintergrund, dass ihr alle eure Fragen loswerden sollt. Netterweise dürft ihr ein bisschen was fragen. Die Laura ist wieder dabei und guckt nebenher, und der Martin blendet dann immer noch was ein und gestaltet das meiner Meinung nach, die zwei beiden, so schön flüssig alles. Moment, ich muss mal kurz schreien da hinten. Gerhard, könntet ihr mal ein bisschen leiser schreien da hinten? Ich kann mich schlecht konzentrieren. Okay, dieses Format, was wir hier für euch haben, das hatten wir uns ausgedacht, weil etliche Leute uns immer wieder fragen, den Gerhard und mich, ob sie nicht mitkommen dürfen, wenn wir die Völker ganz normal bewirtschaften und einfach mal zugucken, wie das so läuft, wenn kein Kurs ist, wo dauernd geredet und gefragt wird. Und sie würden uns auch helfen. Und dann müssen wir immer etwas grinsen. Wir haben das am Anfang natürlich gemacht, aber wer von euch selber Leute ab und zu an seinem Bienenstand hat, die was helfen wollen, der weiß, Hilfe ist das in der Regel nicht, sondern es ist eine 1:1 Schulstunde, was man dann da macht. Und deswegen hatten wir uns gedacht, wo ich jetzt den Martin und die Laura habe, machen wir einfach das, was viele machen wollten, nämlich mitkommen an unsere Bienenstände und einfach zugucken, wie normal geimkert wird. Und zwischendrin, damit es euch nicht langweilig wird, labert ja der Gerhard immer ein bisschen oder es kommen Fragen von euch. Und damit, denke ich, ist das ein spannendes Format insgesamt. Ich weise aber darauf hin, dass es ganz viele andere Kurse gibt, die fast alle kostenfrei für euch sind. Und die sind so konzipiert, dass wir da die Theorie ausführlich besprechen und vor allem, dass in der Regel auch so viel Zeit ist, dass alle eure Fragen beantwortet werden. Und da habe ich was sehr Schönes gekriegt. Wer hat es nochmal gemacht, Martin? André und Michelle. André und Michelle haben dieses tolle Ding gemacht, weil ich dauernd so einen Zettelwisch hochgehalten habe mit den relevanten Adressen. Und da seht ihr einmal piaaumeier.de, das ist meine Dropbox. Da sind ja ganz viele kostenfrei Infos, PDFs und so weiter für euch drin. Und auf der Startseite auch direkt Fortbildungskurse und Einsteigerkurse, die wegen Corona auch kostenfrei sind, wo ihr euch also reinloggen und die Theorie mitmachen könnt. Unten drunter seht ihr immelieb.de, da ist das auch nochmal alles. Die Termine sind dort netterweise nochmal präsentiert. Und dort kriegt ihr noch was anderes, da kriegt ihr Infobriefe. Ganz toll, weil die wirklich aus dem Imkerleben gegriffen sind. Die relevanten Dinge könnt ihr da übers Jahr erfahren. Und der Gerhard macht schon sehr lange so Imkerfilmchen, in der Regel völlig kommentarlos. Und dann sagt er, die sollen selber wissen, was das bedeutet und sollen mal nachdenken oder so. Das ist aber tatsächlich auch nett. Und eins steht direkt an, das habe ich jetzt nochmal ausgedruckt. Ein paar von euch waren auch bei dem ersten Seminar, wo es um Völkervermehrung in 4 Schritten ging und sind da mit meinem Link nicht reingekommen. Das tut mir leid. Da habe ich tatsächlich wieder was falsch gemacht. Haben aber dann doch noch über 300 geschafft, glaube ich. Und da haben wir den zweiten Termin am 28. Mai. Da würden wir dann umlarven und Nachschaffungszellen brechen. Und da haben wir ausreichend Zeit, um da alle Fragen zu beantworten. Am 30. Mai gibt es ein Faulbrut-Webinar. Da könnt ihr erst die Theorie mit dem Dr. Otto Böcking aus Celle gemeinsam von uns erfahren. Danach fahren wir wahrscheinlich hier an den Stand und tun so, als würden wir eine Sanierung machen. Und dann seht ihr das auch nochmal live, was auf euch zukäme, wenn bei euch saniert werden müsste. Also da gibt es etliche Angebote für euch. Dieses heute in erster Linie mal einfach zugucken, was wir so am Bienenstand machen. Und da bin ich mit der Liste jetzt so weit hier. Da seht ihr, wir haben seit dem 1.1., wo wir ja den ersten Sendung hier hatten, haben wir immer aufgeschrieben, wie viel Fahrzeit haben wir hierher gebraucht, was habe ich jeweils hier getan und wie viel Zeit habe ich dafür wieder verplempert. Das geht jetzt nicht darum, dass ihr mords anfangt rumzuhektiken am Bienenstand, sondern es geht einfach darum,
darum, euch nochmal mit Zahlen und Fakten, wir legen ja immer Wert auf Zahlen und Fakten und nicht auf reine Gefühle, euch mit Zahlen und Fakten tatsächlich klar zu machen, dass wenn ihr auf Dinge verzichtet, die nachweislich für die Bienen nicht relevant sind, sondern nur die wichtigen imkerlichen Handgriffe macht, die auch Sinn machen und Erfolg bringen, dass ihr da trotzdem gar nicht so viel Zeit investieren müsst. Und an oberster Stelle für mich steht ja immer das Wohlergehen der Bienen. Ich bin durchaus bereit, deutlich mehr Zeit zu investieren, wenn es dem Wohlergehen der Bienen dient. Aber ich kriege gleichzeitig gesunde Bienen hin, Honig, viele Ableger und wenig Zeitinvestment. Und das wollen wir dieses Jahr nochmal alles festhalten. Dann haben wir das nochmal so als Feedback. Was ist heute zu tun? Heute habe ich Sammelbrutableger zu belarven. Ich habe Nachschaffungszellen da drin noch zu brechen. Dieser hier hat schon Königinnenzellen drin, die heute verschult werden müssen. Außerdem sind hier Schwarmkontrollen zu machen und dabei möchte ich noch ein paar Ablegerchen bilden. Ihr wisst ja, die einfachste Variante, die ich dem Kleinimker, dem Neuimker empfehle, ist, einen einfachen Brutwabenableger zu machen. Und den werde ich noch ein paar mit euch machen. Und vor allem habe ich einen, der am 16.04. gebildet worden ist und der jetzt eine begattete Königin hat, trotz schlechten Wetters. Und den guckt man einfach mal an, damit, falls ihr das zu Hause bei euch gemacht habt, ihr da mehr Sicherheit gewinnt. Die sehen jetzt halt ziemlich klein aus, aber die werden im Oktober die Kiste rappelvoll haben und das können wir im Laufe der Zeit hier verfolgen. Wir sollten vielleicht mal die Kiste irgendwie markieren. Du kriegst nachher gleich irgendwas, um da was kaputt zu kratzen, damit wir auch sehen. Ich habe ja kein Interesse, euch zu verarschen. Wir verfolgen einfach dieses Volk weiter. Oder genau. Noch andere. Genau, und Pia, du hast es gerade schon gesagt, wir machen ja auch viele, oder du machst viele Formate für Einsteiger, die auch kostenlos sind. Genau. Und teils EU-finanziert, andere Verbände, Vereine, alles. Jo. Und da wollte ich nochmal darauf hinweisen, weil ich das immer im Chat sehe oder Laura das eben auch sehr viel im Chat sieht, dass es hier sehr viele wirklich Einsteigerfragen gibt. Mhm. Und da wollte ich einfach nochmal an unsere Zuschauer mitteilen, dass wir eben hier leider nicht auf jede Einsteigerfrage eingehen können und dass ihr da bitte Verständnis habt. Pia hat es gerade schon gesagt, ich wollte es nur noch mal so den Finger drauflegen. Ein bisschen Verständnis mit uns, dass wir hier, ja, wir versammeln uns hier am digitalen Lagerfeuer allen Imkerfreunden und Freundinnen da draußen. Ja. Jo, wunderbar. Dann würde ich mal einfach starten und zwar steht da hinten der Ansgar. Und der Ansgar hat mir ein ganz süßes E-Mail geschickt. Der hatte angefragt, ob er von uns mal wieder Zuchtstoff kriegen kann. Also einfach Larven, aus denen er Königin aufziehen kann. Er hat selber Völker und er hat auch geschrieben, eigentlich bräuchte er nicht unbedingt. Aber er hat so ein bisschen Probleme beim Umlarven. Also die umgesetzten Larven werden nicht so richtig akzeptiert und dann klappt es mit der Königinaufzucht nicht richtig. Und gerade sind wir im Vorgespräch schon auf was gekommen, was mich vermuten lässt, dass es gar nicht an der Unfähigkeit vom Ansgar liegt, Larven umzusetzen, sondern dass er vielleicht die falschen Töpfe gekauft hat. Und das zeigen wir euch gleich. Das finde ich jetzt höchst spannend. Wir haben jetzt gerade vereinbart, wir larven gemeinsam um, also ich und er. Und wir nehmen mal meine Töpfe, weil von meinen Töpfen weiß ich, dass sie funktionieren. Und ich behalte dafür Ansgars Töpfe hier. Und dann werden wir gleich die anderen sammeln. Ich habe hier 6 Sammelbrutableger zu belarven. Da mache ich dann immer einen Topf vom Ansgar und einen von mir. Und einen vom Ansgar und einen von mir. Und dann kann ich ja in 2 Tagen sehen, wenn ich kontrolliere, ob es an den Töpfen liegt oder doch an dir. Okay. Und der Ansgar ist mir ganz positiv aufgefallen. Es ist sehr süß. Wir kennen uns schon länger und er kennt auch den Gerhard. Und ab und zu habt ihr euch ja beschwert, dass ich so am Gerhard rumzicke und er an mir und so. Und ja, altes Ehepaar. Aber das fand ich so süß. Da habe ich ihn gefragt, ob er denn jetzt Zuchtstoff vom Gerhard gekriegt hat. Er ist auf den Hohenstein gefahren, aufs Lehrbienenzentrum, wollte vom Gerhard Larven mitnehmen. Das bietet der Gerhard auch an. Und er sagte, ja, er war da mit einer Freundin am Hohenstein. Wir haben direkt einen Anschiss bekommen, warum wir bei diesen kalten Temperaturen einen Sammelbrutableger bilden wollen. Tatsächlich haben wir aber selber schon Sammelbrutableger gebildet gehabt, der Gerhard und ich. Ich verstehe gar nicht, warum der Ansgar es nicht machen sollte. Anschließend mussten wir Mathematikaufgaben lösen. Dann wurden wir ohne Zuchtstoff nach Hause geschickt. Es war trotzdem ein sehr lehrreicher Ausflug nach Hohenstein, da wir gemeinsam in die Beuten geschaut haben, noch eine Menge gelernt haben.
Und das beschreibt wunderbar die Erfahrung, die man mit Gerhard hat, die ich auch vor über 25 Jahren mit ihm gemacht habe. Immer erstmal so, und dann ist er doch total gutmütig und erzählt dann doch was, auch wenn er nicht immer das macht, was man gerne von ihm hätte. Gell? Jetzt nicht so grantig gucken. Ach so, ich soll grantig gucken. Nicht so grantig gucken. Okay, also ich würde jetzt Zuchtstoff aus dem Volk holen, dann bauen wir hier was auf und larven erstmal ein bisschen um. Und dann kann der Ansgar nämlich nach Hause fahren, seine Larven nach Hause bringen und dann können wir die anderen Sachen machen. Jo. Gut. So. Genau. Und der Gerhard kann mal kommentieren. Genau, und weil ihr beide beim Umlarven natürlich eng zusammensteht, müssen wir natürlich alle ein bisschen schützen. So, Gerhard, magst du mal hier rüberkommen? Bestimmt hat Laura schon interessante Fragen. Oder hast du schon was anderes, Gerhard, was du erzählen wolltest? Irgendwas hat mir die Pia erzählt, dass irgendwo eine Königin, aber das wäre da hinten, das wäre zu nah beim Umlaufen. Irgendwo soll ich gucken, ob eine Königin drin ist. Da hat sie einen Sammelbrutableger gebildet. Und dann bei der nächsten Schwarmkontrolle am Ort, ne, man macht ja den Sammelbrutableger am Tag X, meinetwegen während einer Schwarmkontrolle. Und 7 Tage später fährt man ja wieder zu dem Stand hin, um wieder Schwarmkontrolle zu machen. Ne? Also während der Schwarmzeit, alle 7 Tage, besucht man jeden Bienenstand. Und dann hat sie festgestellt, hoppla, ein Volk ist weiselos. Und an dem Alter der Nachschaffungszellen war zu erkennen, sie hat wohl in den Sammelbrutableger eine Königin mitgenommen. Und jetzt ist, ist der Sammelbrutableger kein Sammelbrutableger, es sei denn, wenn eine Königin, wenn so ein Sammelbrutableger mit 9 oder 10 Brutpaaren gemacht wird, von 9 oder 10 verschiedenen Völkern, dann kann es durchaus sein, dass die Königin, ich weiß jetzt nicht, ich habe diesen Test noch nicht gemacht, ne? Ja, weil mir sowas noch nicht passiert ist. Sei ehrlich, Gerhard. Nein, ich glaube dir, dass dir das noch nicht passiert ist. Nee, es ist die Frage, da war die Königin dann immer drin. Ja? Also ja. Lieber eine fremde Königin als keine Königin. Das ist die Grundeinstellung der Bienen. Mhm. Ja. Mhm. So, und ich stehe jetzt vor dem Flugloch oder was? Nee. Boah, wobei bei den Ablegern ist, glaube ich, noch nicht so viel los. Ne? Ja, das sind wohl Ableger, ja. Keine Jungvölker. Man kann ja mal gucken, hier unten. Ja, was können wir machen? Also es gab eine Frage zum, was tun, wenn jetzt zu wenig Futter reinkommt? Oder jetzt, zu wenig Honig reinkommt? Ach so, das ist ein allgemeines Problem. Ja, das ist sehr schön. Sehr schön, wie das Wetter dieses Jahr im April und auch im Mai verlaufen ist. Ja, wenn ich da im Internet gucke, es gibt ja ziemlich viele Wagen in Deutschland, die in Deutschland stehen und die ihre Daten ins Internet melden, also deren Daten ins Internet gestellt sind. Unter anderem, aber nicht nur, bei diesem Tachnet-Projekt des Bieneninstituts in Mayen. Und da sieht man, dass es zwar im April, Mai 2-3 Mal ein paar Tage gab, in denen es relativ gut gehonigt hat. Dann sind die Völker schwerer geworden. Aber in vielen Zeiträumen dazwischen, in den Zeiträumen dazwischen, sind sie leichter geworden, weil es geregnet hat, nichts eingetragen werden konnte, obwohl draußen viel blüht. Also der Raps blüht immer noch, aber wohl nicht mehr lange. Also auch wenn ich den Raps sehe, ich sehe noch gelb, aber in einer Woche dürfte das Blütenangebot vom Raps vorbei sein, hier an diesem Stand. Und ja, da muss man halt aufpassen, dass die Völker haben in diesen vergangenen 3 Wochen relativ gut gebrütet. Also die Brutnester sind hervorragend, weil die wenigen trockenen Stunden, warmen Stunden, die zur Verfügung standen, mindestens genutzt werden konnten, um ausreichend Pollen einzutragen. Und Futter war ja noch da, ne, damit dann genügend die Brut ausreichend und das gesamte Volk sich selbst versorgen konnte. Ich habe bei meinen Schwarmkontrollen, ich habe 9 Stände, für die ich mich zuständig fühle, noch keinen Futtermangel festgestellt. Zwar, es wird langsam knapp, das Futter. Und wenn es jetzt knapp werden würde, müsste man einfach füttern. Ja, und das Einfachste ist für mich,
dass ich von unten also Sirup nehme und dann kleine Mengen Sirup in der Schale in den Gitterboden stelle. Mit Schwimmhilfe. Ist da keine Räubereigefahr im Moment? Doch, oder? Deswegen darauf achten, dass das Flugloch gut besetzt ist. Ja? Okay. Also wenn das Volk stark genug ist. Also ich merke es bei der Kippkontrolle. Der obere Putraumzager wird angekippt, ne, und dann gucke ich ja nach Schwarmzellen. Und gleichzeitig beurteile ich den Bienenbesatz in den Waben. Und manchmal, besonders bei schlechtem Wetter, hebe ich die obere Brutraumzarge ab und kippe die untere Brutraumzarge an. Und dann sehe ich, wenn alle Trachtbienen zu Hause sind, bei den stärkeren Völkern, dass unten eine Bienentraube im Gitterboden hängt. Und wenn das der Fall ist, dann kann man durchaus, es muss ja nicht gleich eine Riesenschale sein, sondern ein kleines Gefäß, wo ein halber Liter reinpasst. Das genügt erst mal. Ne? Und wenn man den abends reinstellt, ist der morgens leer. Hm. Ja, also da ein bisschen mit Aufwand, also nicht gleich 5 Liter oder sonst was. Unten 5 Liter Grillschalen gibt es nicht, aber halt mit Bedacht. Wie viel sollte denn drin sein in den Völkern? Man kriegt es mit ich beurteile es bei, wenn ich Sammelbrutableger mache. Oder wenn ich nach dem Brutnest gucke, ne? Ich hebe den Honigraum, der ist leer. Ja, wenn im Honigraum was drin ist, dann brauche ich gar nicht weiter zu gucken. Ne? Aber der Honigraum ist leer. Zwar mit ein paar Bienen besetzt, aber es sind keine Bienen drin, weil es da oben nichts zu tun gibt. Dann gucke ich aufs Absperrgitter, mache diese Kippkontrolle, gucke auch danach, ob der Baurahmen ausgebaut ist. Ne? Also bei normal starken Völkern ist der Baurahmen ausgebaut. Auch besonders, wenn ich ihn vor einer Woche oder vor 14 Tagen geschnitten habe, dann ist der vollständig ausgebaut und auch bebrütet. Ja? Und jetzt, wenn ich nach dem Futter gucken will, einmal merke ich es, bei der Kippkontrolle wird der obere Brutraum ja angehoben. Und da das Gefühl habe ich hier im Oberarm, wie viel da drin ist. Wobei man natürlich darauf achten muss, dass auch Brutgewicht ausmacht. Besonders freue ich mich, wenn keine Schwarmstimmung ist, dann gucke ich mal, wie das Brutnest aussieht. Ziehe dann eine Randwabe, und zwar nicht die Randwabe vom Baurahmen, sondern die andere Randwabe. Ne? Der Baurahmen ist in Position 2 oder 9. Und wenn er in Position 2 ist, von hinten gezählt, von links nach rechts. Wenn er in Position 2 ist, dann wird die Wabe 10 als erstes gezogen, zur Seite gestellt, vor das Flugloch. Das Abstellgitter ist auch da, nicht direkt vorm Flugloch, aber so an der Seite. Und dann kann ich an dem abgestellten Abstellgitter diese Wabe 10 anlehnen, mit den Bienen drauf. Und dann blätter ich, dann gucke ich die nächsten Waben alle an. Ja, und dann sehe ich bei den Waben mit viel Brut, die haben über dem Brutnest einen kleinen Futterkranz. Und zwar an den Rand, also das Brutnest, in der Mitte des Brutnestes ist der Futterkranz nicht so hoch wie an den Rändern des Brutnestes. Also ich muss nur 1-2 Waben ziehen und dann beurteile ich das halt, ne, wie viel das ist. 1/8 sind 125 Gramm. Also wenn ich jetzt diesen Futterkranz dann in Achtel umdenke. Ja. Und wenn ein Kilo drin ist, das wären 8/8. Also insgesamt diese Futterkranzbögen addiert zusammen, gibt eine Wabenseite voll. 1 Kilo reicht 2 Tage. Wenn von draußen nichts reinkommt. Mhm. Bei sehr starken Völkern. Ja. Vielleicht reicht es auch für 3 Tage. Ja, aber in der Regel ist es so, dass unten nichts mehr ist. Ja, das Futter muss oben sein. Mhm. Und da sollte man halt, ja, ein bisschen füttern dann, ne? Nicht so viel, alles auf einmal, weil wenn es mal Sommer wird, ne, demnächst, ich warte drauf. Also wenn jetzt Flugwetter ist, dann ist eigentlich davon auszugehen, dass genug reinkommt, oder? Weil im Moment blüht ja alles. Ja, dann das kommt mindestens so viel rein, wie sie verbrauchen, ne? Also heute kommt wieder was rein. Man kann ja gucken, gut, jetzt hier nicht, wenn wir davor stehen, aber man kann ja gucken, wie gut zu fliegen. Also noch ist es kühl hier. Aber wir können auch mal ein Volk angucken. Ich mache das einfach mal vor. Das sind ja Pias-Völker.
Ja. Meinst du, wir dürfen da reingucken? Ich will mal demonstrieren, wie ich an meinen Bienenständen die Schwarmkontrolle mache. Das haben wir doch gesehen mit, am Hohenstein. Und wie man es jetzt. Vermöbelung, Stichen, nur böse Menschen werden gestochen und so. Nein, um die Sache mit dem Futter nochmal zu zeigen, oder? Genau, es gab ein paar Fragen zum Futter. Ja, komm, wir schnappen uns mal den Raucher. Und dann, da hinten gehen wir hin. Da hinten, gut. Pia, hast du diese Pika dabei, die Umlauf-Pika? Weil dann könnten wir, Gerhard, bevor wir jetzt bei dem Voll gucken, könnten wir noch mal einmal kurz, beim letzten Mal gab es nämlich, dürfen wir einmal da vorne in das, sind da die Pika drin? Ist da das die Volk? Sind da drin, guck mal. Ah, hier. Okay. Da wollte ich nämlich sowieso gucken, weil die waren gestern in Duisburg beim Kurs. Ja. Und dabei sind sie bei strömendem Regen und Windböen mehrfach geöffnet worden. Und jetzt würde mich interessieren, ob die noch leben. Ah, ja. Die eine Seite hat normale Nachschaffungszellen und die andere hat die Pika drin. Guck genau, hier um diese Pika geht es hier. Da könnt ihr mal gucken, ja. Vorsichtig. Beim letzten Mal hatten wir die nur mal ganz kurz gezeigt. Das ist ja so eine Möglichkeit, um jetzt einen Ableger... Na, Kamera stellt nicht scharf. Hier, Büroklammer angeklebt an so einem Becherchen. So, und damit wurde ein Einwabenableger mit Zuchtstoff versorgt. Hat sie das rechte oder das linke gemeint? Oder beide? Also dieses hat normale Nachschaffungszellen und das hat Pika bekommen. Und welches soll ich jetzt erst anzeigen? Egal. Oh, wir können ja beide mal angucken, ja, gucken wir mal, ob es denen noch gut geht. Gucken wir mal erstmal die normalen an. Ne, gewandert wurde das Volk mit, da mit einer Arretierung, damit die Waben sich nicht bewegen. Transportsicherung, ne? So, jetzt schiebe ich es auseinander und stelle fest, viel Futter. Ja, da ist nicht ganz die halbe Wabe, ne? Man kann das erkennen. Also ich gucke jetzt nicht auf die Bienen, sondern aufs Futter. Das sind ungefähr 3,5 Achtel. Ne? Das wären also 3 mal 125, 400 Gramm Futter, die auf der Wabenseite sind. Und auf der anderen Seite ist genauso viel. Wenig Verdeckeltes, aber viel Offenes. Und das sieht nach frisch eingetragen aus. Also das kleine Völkchen hat schon eingetragen. So, jetzt kommt die Mittelwand. Die gegebene Mittelwand, die ausgebaut ist. Zwar nicht komplett ausgebaut, aber im Ausbau begriffen. Ja, und wenn da Pia bringt mir gerade den Schätzrahmen, also das ist auch ohne Schätzrahmen zu erkennen. Bienen sitzen da sehr dicht, aber das sind 1000 Bienen, also 8 Achtel sind das. Ja, weil hier etliche Bienen übereinander sitzen. Und hier drüben sind es weniger, ja, 4 Achtel. Gut. Ich empfehle ja unseren Einsteigern immer die Ableger 4 Wochen lang zuzulassen, ja. Weil ich häufig, als ich nachgeguckt habe, ob der Ableger sich die Nachschaffungszellen gebildet hat, habe ich die wohl irgendwie geschafft, immer wieder zu zerstören. Ja. Und so, und jetzt müsste hier die Nachschaffung drauf sein, ja? Genau. Weil das war die Brutwabe. Ja. Auch sehr stark, also hier sind mehr als 1000 Bienen drauf und da ist die Nachschaffungszelle. Eine sehe ich hier. Ah, na, die ist auch mit dem Pika. Auch mit dem Pika. Dann ist es die mit dem Pika und die andere nicht. Das habe ich ja nicht gemacht, ne? Ja. Also hier sind alle drei mit Pika. Alle drei mit Pika. Ja, gut. Oben kann man noch die Büroklammer erkennen. Ja. Und auf der anderen Seite. Das ist doch mal ein guter Umlauferfolg, würde ich sagen. Und ich sehe, die letzte Brut ist am Schlüpfen von dem Ableger. Ne, da drüben. Kann man auch erkennen. Also ist noch Brut am Schlüpfen. Die schlüpft demnächst. Sehen wir gerade irgendwo eine raushuschen? Nee. Doch, hier. Nee, Moment, die ist kopfüber reingegangen. Ja. Die hat geputzt. Zellen sind bereits vorbereitet für die neue Königin.
die noch gar nicht auf dem Welt ist. Ist es jetzt ein Problem, dass du die so falsch rumgehalten hast für die Nachschaffungszellen? Das hier? Ja. Nicht, dass ich wüsste. Gut. Aber wenn du die komplett einmal 180 Grad drehst, das ist ein Problem, oder? Nein. Die sind ja schon älter, ne? Weiß ich nicht genau, wie alt die sind. Nee, also sie können nicht schwimmen, das stimmt. Also wenn man Zuchtrahmen belarvt, ne, der mittlere sind ja zwei Reihen. Ne? Und die mittlere Reihe kann man ja drehen. Die obere meistens nicht so stark. Ne? Und man stellt dann diese Larven auf den Kopf. Man sieht ja angenommen, da heißt es immer, sie schwimmen so schön im. Die schwimmen ja nicht im Futtersaft, die kleben an der Decke. Und wenn ich die jetzt auf den Kopf stelle, dann ersaufen die. Weil das hast du jetzt gemeint, ne? Ja, genau. Aber ich glaube, so kurzfristiges auf den Kopf stellen, das werden sie wohl ertragen. Aber wenn sie längere Zeit auf den Kopf gestellt werden, dann ersaufen die. Weil die Königinlarven können nicht schwimmen. Die schwimmen nicht im Futtersaft, die kleben. Ich wiederhole mich. Ne? Und als wir das entdeckt haben... Sollen wir bei dem anderen noch gucken? Ach so, ja, richtig. Ja. Als wir das entdeckt haben, wurde diskutiert, ob man so auch Schwarmfindung machen kann. Ne? Die Purzelbaumbetriebsweise. Alle 7 Tage den Brutraum auf den Kopf stellen. Und das kam auf mit einer ungarischen Erfindung, Purzelbaum, weil die Ungarn behauptet haben, dass dann auch die Varroamilbe zerdrückt wird in den Brutzellen, wenn man sie purzelt. Ja? Die Drehbeute war das. Und Nebeneffekt Schwarmverhinderung. Das haben wir dann untersucht, und zwar ausführlich untersucht, wie wir alles untersucht haben, was immer so diskutiert wird. Und haben festgestellt, dass die Drehbeute nicht funktioniert. Weder zur Varroa-Bekämpfung noch zur Schwarmverhinderung. Wie wurde aber in der imkerlichen Praxis schon angeboten. Ja, dann hat ein Berufsimker, der hat dann die Drehbeute macht, so hieß da damals ein Artikel in irgendeiner Imkerfachzeitung. Wenn du sowas untersuchst, Gerhard, wie machst du das? Nur mal so grob? Ja, nee, schon komplett, aber angefangen habe ich, als es darum ging, durch Drehen die Varroamilbe umzubringen in den verdeckten Zellen. Ich habe es an einzelnen Waben gemacht, dass ich die Wabe gezogen habe, habe sie gedreht, die Ohren abgeschnitten, sodass man sie umgekehrt ins Brutnest stellen konnte und dann auch geklopft und gestoßen. Da gibt es dann verschiedene Varianten. Und da habe ich ziemlich viel Brutwaben die Ohren abgeschnitten. Und dann erst später, als ich festgestellt habe, dass es nicht gegen die Varroamilbe wirkt, das hat dann auch Pia gemacht, die Drehbeute selbst getestet. Ja? Die hatte ja einen Motorantrieb. Ui. So, das erste war die Futterwabe, das nächste war die Mittelwand, die also ausgebaut ist. Und das nächste ist dann die Brutwabe. Die hat Pia an den Beutenrand gehängt, wo es angeblich so kalt ist für die Bienen. Ja, da gehört keine Brut hin, gibt es ja Leute, die behaupten das. Ne? Aber die sollten es mal machen, dann werden sie feststellen, dass die Bienen durchaus, da ist die Nachschaffungszelle, die erste, dass die Bienen durchaus in der Lage sind, auch Brut, die direkt an dem Beutenrand hängt, so zu wärmen, dass sie sich gesund entwickelt. Die Bienen, die Damenbienen können es besser als die Herrenimker glauben. Und vor allen Dingen auch viel besser als mancher Berufsimker glaubt. Das kann man relativ einfach feststellen. Die Versuche sind ganz einfach. Und da drüben auch nochmal Nachschaffungszellen. Also, direkt am Beutenrand eine und in der Wabengasse auf der anderen Seite insgesamt 4 sehe ich da. Ne? Ja, da ist noch eine. Oh, ich sehe es auf dem Bildschirm gerade ein bisschen schlecht. Hier, die, da 2, ja, genau. 4. Ja. Da ist noch, nee, da war mal, nee.
Ja, jetzt gucke ich mal nach. Ja, die reichen ja für die. Aha, da ist eine. Haben sie doch nicht so als Königin gefüttert, ja? Da haben sie wahrscheinlich die Zelle größer gemacht und dann hat die Larve gejammert, ich will aber Arbeiterin werden. Vielleicht ist auch ein Mann, ne? Kann auch sein. Manchmal werden ja Eier, Männereier in die. Die unbefruchteten Eier in eine Arbeiterinnenzelle gelegt. Ja, und dann haben die Arbeiterinnen, die dann die Arbeiterinnenlarven ausgesucht haben, zur Nachschaffung gesagt, wollen wir nicht mal einen Mann nehmen? Wird ein König draus, ne? Ah, da gibt's dann diese auch das, schönen... Auch das habe ich getestet, ja, übrigens. Ob die bei der Zucht... Ich mache jetzt aber zu, ja. Ne, damit die nicht... frieren. Also alles in Ordnung hier, läuft nach Vorschrift. Auch das habe ich getestet, was passiert, wenn man Drohnenlarven umlarvt im Zuchtrahmen. Die werden gefüttert wie die Königinnenlarven, also wie die Arbeiterinnenlarven und zur Königin. Also dann entsteht keine Königin, sondern König. Aber die schlüpfen nicht, oder? Da habe ich dann irgendwann mal aufgehört. Es ist so, wenn du die dann, die werden verdeckelt. Mhm. Und die sind nicht in der Lage, sich, wenn sie jetzt sehr groß werden, oben an der Decke zu kleben. Königinnenlarven können das. Die bleiben kleben und verlieren, bleiben an der Decke. Ja, und die Drohnenlarven, die fallen runter. Und dann gibt es so langgestreckte Zellen. Ne? So, sie haben eine besondere Form. Und dann sterben sie halt. Ne? Und irgendwann werden sie weggeräumt. Und was ich da noch machen wollte, ist, ob ich das Runterfallen verhindern kann, wenn man die Zuchtlatte dreht. Ja, ob der, warum soll der Thron sich nicht bis zum Ende entwickeln, ja, wenn er nicht runterfällt? Und auch vielleicht doch ein echter König draus wird. Aber da kam dann irgendwas anderes dazwischen. Wäre aber so eine richtige Fragestellung für einen Rentner, ne? Oder? So, muss ich noch mal einmal kurz nach da vorne gehen, oder? Ja. Mal. Pia. Ja. Und sind die Dinger noch dran? Die Nachschaffung, ja, ist alles klar. Die Nachschaffungszellen sind da, 6 Stück, glaube ich, und die anderen sind auch noch dran, die 3. Gut. Ja. Sollten wir hier rüberkommen? Genau, oder ihr was? Solltet mal kurz gucken, dann ja. Haut der Ansgar wieder ab. Ja. Seid es gab auch den Wunsch, einmal die Näpfchen zu zeigen. Genau, aber die könnt ihr gleich auch noch sehen. Weil ich noch 6 Sammelbrutableger belarven muss. Und der Ansgar hat aber jetzt was Interessantes. Guck mal, ich habe hier ja diese Lupenbrille da. Die ist aber auch nicht gerade billig. Ich glaube 130 Euro oder sowas. Und der Ansgar hat seine Outdoor-Ausrüstung. Das ist ja auch nicht schlecht. Ah ja, sehr schön. Und dann hat er einen neuen Umlauflöffel, den ich auch noch nicht gesehen habe. Das ist immer interessant, wenn ihr mit anderen Imkern zusammenkommt. Also diesen da, den habe ich auch. Das ist der Schweizer Umlauflöffel, der so einen Knick hier vorne hat und ganz feines Löffelchen. Damit können viele Leute gut. Es gibt zwar auch andere, da gibt es auch andere Leute, die damit klarkommen. Aber das ist der, mit dem ich klarkomme. Und den hast du jetzt neu gekauft und da sieht man, der hat einen ganz anderen Knick hier vorne. Sieht man das? Ich gehe mal einmal nah ran. Der ist nochmal ums Eck geknickt, irgendwie ergonomischer. Und der hat tatsächlich auch ein feineres Löffelchen nochmal. Und je feiner das Löffelchen, desto besser kann man die Larven rausholen. Und du kommst damit gut klar. Ja, wunderbar, super. Und da haben wir jetzt gemeinsam umgelarvt und zwar mit seinen Töpfen und meinen Töpfen. Das haben wir auch festgestellt gerade. Er hat woanders gekauft und ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wenn du da reinfilmst. Licht aber dahin und dann aber seine mal. Töpfe, das ist hier, wäre jetzt der untere, sehen nicht nur anders aus und haben irgendwie am Rand manchmal so Fädchen drin und so, hast du gesagt. Das mögen Bienen gar nicht, wenn da Fädchen drin sind. Und die haben unten hat er auch so eine Rille drin. Also deswegen hätte ich jetzt vermutet,
dass vielleicht das Problem gar nicht beim Umlarver liegt, sondern zum Beispiel, wenn da am Rand da so alles zerruppelt ist und es drunter auch ist, das mögen die Bienen nicht, wenn da Schmutz drin ist oder Fädchen. Vielleicht liegt es an den Näpfen. Deswegen behalte ich jetzt gleich ein paar Näpfe von ihm und dann habe ich ja Sammelbrutableger zu belarven. Und da kann man ja alles Mögliche testen. Zum Beispiel, werden die Näpfe eher akzeptiert, wenn da Gelee Royal drin ist und so weiter. Und das haben wir auch schon getestet, mit Gelee, ohne Gelee, mit Gelee, ohne Gelee. Oder wie groß die Larven sein müssen, eine kleinere und ein bisschen größere und eine kleinere und ein bisschen größere etc. Und dann kriegt man ja raus, wenn man dann zwei Tage später guckt, was ist ihnen lieber. Oder handgegossene Wachsnäpfe oder Plastik abwechseln. Und jetzt mache ich einfach mal Ansgars Töpfe und meine Töpfe und dann gucken wir mal, ob es an den Töpfen lag. Bin ich gespannt, immer wieder lustig. Wir haben die Waben hier so ein bisschen mit feuchten Tüchern eingepackt, damit ich jetzt noch länger dran rumlaufen kann. Der Ansgar ist jetzt schon bedient, hat er gesagt. 60 reichen. Wir haben einfach jetzt hier in feuchte Tücher ihm die Töpfe rein. Und dann fährt er jetzt nach Hause und kann man gleich nochmal die eine Zuchtlatte. Genau, die nimmst du noch mit, deine Dinge hast dabei und das wäre dann zum Beispiel so eine Zuchtlatte, da kommt das Ganze rein. Und wie lange kann man die jetzt transportieren, wenn die so feucht gehalten sind? Bis 4 Stunden. Ah ja. Oh, ja, den Versuch, ich habe ja früher in Hohenheim auch Zuchtstoff abgegeben. Das heißt nicht nur ich, sondern die Imker in Hohenheim, die Angestellten der Landesanstalt, haben Zuchtstoff abgegeben. Und die Gelegenheit habe ich dann genutzt, um eine Statistik zu machen. Ne? Die Leute kamen dann von weit her habe ich immer nachgefragt, wie viel angenommen worden sind. Und da stellt sich heraus, dass sie bis zu 4 Stunden. Guck mal, wir schicken eben den Ansgar heim. Bis zu 4 Stunden aushalten. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wann bist du zu Hause? Wann sind die drin im Volk? In der Stunde. Also, ja, guck mal. Du erzählst mir dann beim nächsten Besuch, ja, wie gut die Annahme war. Gut. Tschüss. Und wenn da die Annahme nicht so gut war, dann lag es dann wohl an den Bechern. Ne? So. Dann kann es gelegen sein. Immer dann, wenn man ein schlechtes oder ein gutes Ergebnis hat, auch wenn man ein gutes Ergebnis hat, ist es eigentlich notwendig, vor allen Dingen, wenn man das erste Mal das gemacht hat, dass man das mehrmals wiederholt, um zu gucken, um sagen zu können, ob es Zufall war oder ob da System dahinter steckt. So, Pia. Ich mache jetzt mal eben Folgendes. Ach, jetzt kann ich mal dieses Ding, da beschlägt die Brille. Da fühlt man sich total behindert immer damit. Jetzt sind wir wieder unter uns. Dann. Genau, und ihr seid weit genug weg. Das hier ist meine Übersicht über die Sammelbrutableger. Und da sieht man, dass ich hier SBA 1 ist gebildet am 12.05. Und da habe ich am 21.05. vorgestern schon die Nachschaffungszellen brechen müssen, weil die wären ja bis heute geschlüpft. Und ich will keine geschlüpfte Jungkönigin in meinem Sammelbrutableger. Ich habe Ihnen zur Beschäftigung eine Weiselprobe reingehängt und die ziehen wir jetzt gleich mal raus und machen aus dieser Weiselprobe einen Ableger im Viererboden, also wieder so ein Krepelableger. Ich habe nämlich die Weiselprobe interessanterweise aus einem braven Volk genommen und dann kann ich die ja jetzt gleich verwursten für ein Ablegerchen. Das gleiche machen wir, ich muss mal gerade ein bisschen den Überblick bewahren hier. Also das machen wir bei dem. Dann haben wir SBA 2 ist, wo ist ein SBA 2? Ah, das ist schon zum Verschulen, das müssen wir gleich machen. SBA 3 ist da hinten. Ah, wir machen erstmal das da. Na, guck mal weiter. Sonst verliere ich den Überblick. Gut. So, Gerhard, habe ich dich jetzt eigentlich gerade unterbrochen? Du hattest gerade von den... Du unterbrichst mich jetzt in der Pause. Oh. Nein. Okay, wir machen mal hier kurz. Gerhard, du könntest mir mal eine Futterwabe. Eine Futterwabe? Aus einem Vollklauen? Reichen, oder? Da in dem Ding drin. Oh, guck mal, hier können wir mal ein bisschen aufräumen. Da ist eine Futterwabe drin.
Diese hier? Ja. So, ich hab's mit dem Putzen nicht so. Ich mach's dann sauber, wenn ich's brauche. Hier kommt jetzt also eine Futterwabe rein. Und dann verwurschten wir gleich mal die Weißelprobe. Oh, da ist es ordentlich voll. Ihr Schnuckelchens. Das ist schön, das macht viel mehr Spaß als Honig ernten. Jungvölker aufziehen. Da ist die Weißelprobe. Und da haben sie ein paar Zellen angezogen hier. Also immer beschäftigen, wenn sie weißellos sind, da müssen sie irgendeine Möglichkeit haben, was nachzuziehen. So. Ah, wunderbar, da ist schön Ding drauf, Brut drauf. So. Können wir die gleich verwurschten. Jetzt ist dieses Volk weißellos, hat alle Nachschaffungszellen vorgestern gebrochen gekriegt und wäre jetzt bereit für die Aufnahme eines Zuchtrahmens. Und den belarf ich gleich noch. Und vorher, dann kann nämlich der Gerhard in Ruhe euch mit was anderem noch beschäftigen, erzähle ich gleich, da ist mir nämlich was passiert. Vorher würde ich bei dem direkt daneben noch die Nachschaffungszellen brechen. Oder sind die da schon gebrochen? SBA3. Gut, dass ich das immer alles aufschreibe. Ja, die sind schon gebrochen. Dann brechen wir noch bei einem anderen, aber das muss ich euch mal zeigen. Das ist ein einzagiger Sammelbrutableger und der ist ein bisschen voll, habe ich festgestellt, beim Nachschaffungszellenbrechen. Guck mal, also ist ja gut, wenn er voll ist, dann klappt die Königinaufzucht umso besser. Aber das ist jetzt echt ein bisschen übertrieben, finde ich. Die kriegen kaum Luft da drin. Da habe ich dann doch etwas. Da sieht man ja den Abdruck des Gitterbodens unten auf den Bienen, oder? Ist das nicht toll? Und sowas macht ihr, wenn ihr den nächsten Grillabend macht und die Leute beeindrucken wollt. Nee, das ist normal. Wenn du dann kann man nämlich hier, ich muss mal hinstellen. Stellt euch mal hin. Dann kann man sich das nämlich hier jetzt überall Badehose, Ding oder so. Oh, jetzt quatschen die beiden hier im Hintergrund, das gibt's ja nicht. Gerhard, bitte Ruhe. Warum meckerst du? Das hätte längst auf 20 Waben erweitert werden müssen. Das ist doch toll. Ist das nicht schön? Jetzt habe ich den Gerhard, glaube ich, so mittendrin kurz einmal stumm geschaltet. Also Gerhard hat gesagt, das hätte schon lange auf 20 Waben erweitert werden müssen. Ich war doch erst vorgestern hier und habe die Nachschaffungszellen gebrochen. Dann macht man das. Und habe gesehen, dass ich es erweitern muss. Ach so, du hast es da, aber ich weiß das schon, wenn ich es bilde, den Sammelbrutableger, dass ich 9 Tage später erweitern muss. Oh, sind die nicht schnuckelig? Mit Bienen spielen. Läuft jetzt der Wecker eigentlich? Oh, die sind ganz warm. Oh. Gerhard, komm mal her. Nee. An die Unterhose machen wir dir jetzt ein Bienenbad. Nein. Ist auch ganz warm, 35 Grad. Mann. Also die brauchen Platz, sieht man. Die sind natürlich extra relativ eng. Die Sammelbrutableger sind alle recht voll, weil dann die Königinaufzucht super klappt. Das sind alles junge Bienen, die jetzt hoffnungslos weißellos sind. Und dann klappt es, wenn die eng sitzen. Aber das ist echt übertrieben. Die haben ja überhaupt keinen Platz. Deswegen, und das ist jetzt eine Herausforderung, habe ich die Zarge hier und will denen jetzt etwas Platz nach unten geben. Und dabei möglichst wenig Bienen zermörsern. Oh, guck mal. Wir haben denn die da reingepasst. Gott, die quellen überall raus. Die haben es gern eng, die Mädels. So. Jetzt das. Das waren eben die ersten 6 Briefmarken. Gerhard, du kannst es gleich selber machen hier. Mr. Motz, ich lese gleich noch mal die E-Mail vom Ansgar. Willst du nicht eine Wabe rausnehmen? Wieso eine Wabe rausnehmen? Du brauchst einen Zuchtrahmenplatz. Ja, da muss ich ja eine umhängen. Ich glaube, ich habe oben eine leere. Oh. Was? Oh! Hört man Knirschen? Ich höre kein Knirschen.
kannst ja den nicht besser einmal hochkant da draufstellen und dann die ab. Ja, dann laufen halt wieder welche raus. Ach so. Wahrscheinlich. Hm. Na gut. Oh. Ich versuche mal. Oh, ihr Schnuckelchens. Oh, Füße weg. Oh, guck mal, Füße weg. Füße weg. Also ich mach sowas anderes. So, Gerhard kriegt einen Nervenzusammenbruch. Nein, oder? Ich krieg keinen Nervenzusammenbruch. Der Gerhard kann immer alles besser. Richtig. Ja. Wir machen hier live am Bienenstand. Oh, da ist echt voll da unten. Ja. Also, man kann es auch so machen, dass man 4 Waben unten oder 6 Waben unten zieht. Ja, und die nach oben. Ein bisschen oben Geduld, hängt. Dann geht's auch. Und dann die vollen Waben oben in die Mitte, ne? Und dann eine Wabe natürlich, einen Platz für den Zuchtraum freilassen. Es geht auch so, ja. Sie kann so, das gleich gut. Haben wir's. Ich sehe, sie hat Erfahrung. Gleich macht das haben öfters. Wir's. Gleich haben wir's. Bisschen Geduld, so, Schnuckelchens. So, und dann für das letzte Stückchen laut sprechen. Nein, da ist jetzt nicht vielen was passiert. Sag mal, was ist denn hier los? Ist das nicht schön? Ja, wenn du die unten reinpresst, dann kommt die oben raus. Oh, ihr Schnuckelchen. So, gut, die Wabe, die meine Beschäftigungswabe, die hole ich dann wohl gleich mal raus. Gut, dass der da so eine Mulde hat, der Deckel. Dann kann ich den jetzt erstmal so drauf tun. Ja, das geht auch gut, ja. Ach, ich sehe schon, vor allen Dingen ist garantiert so. Bei so einem Sammelputterpfleger, dass die 20 Königinnen, die 20 Begattungsvölkchen ein stark schönes sind. Volk, ein schönes Volk. Ha. So, jetzt laufe ich, ach nee, jetzt breche ich doch die Nachschaffungszellen. Was bei dem Volk? Und dann kannst du nämlich in Ruhe, während ich stundenlang bei welchem umlaufe, Volk müssen die Nachschaffungszellen? Ja, das werden wir jetzt gleich feststellen. Hey, du hast doch gerade gesagt, du hast aufgeschrieben, dass sie schon gebrochen waren. Da sind sie gebrochen, aber wir haben ja noch mehr hier. Ah, okay. So, bei 8 muss es gebrochen werden. Darf dann ich das machen? Nämlich mal zeigen. Nee, du sollst dann, wo ist denn mein Stockmeißel? Bestimmt in dem großen Haufen mit. Wahrscheinlich. Da ist er. Wir brechen die Nachschaffungszellen. Da kann man mal gucken, ob das hier warum vielleicht sitzt mal... Der, warum sitzt der auf zwei Zagen? Weil ich zu wenig Böden hatte und in Ostwestfalen war und dann wollte ich schröpfen und hatte zu wenig... Ja, guckt euch das an. Da guck mal, sieht auch so aus, auf 2 Etagen. Und die dürfen jetzt natürlich auch wild bauen. Die sind ja total zugepresst hier. Die dürfen bauen. Das wird ja sowieso in 2 Wochen alles aufgeräumt. Ansonsten kenne ich keinen Wildbau im Boden, weil wir ja rechtzeitig immer neue Räumlichkeiten geben. So, laut sprechen, so, knirsch. Ich habe nichts gehört. Das ist gut. Gerhard, dann komm doch mal darüber, dann hörst du auch was. So. Ui, jetzt ist windig. Ich hoffe, es regnet nicht. Nee, es regnet nicht. Oh, schöne Nachschaffungszellen hier. Oh, ich gehe mal näher ran, dann sehe ich auch was. Die Kamera soll ran, nicht ich. So, die ist fertig. Keine vergessen hier. Abschütteln. Oh, das war aber eine Schwarmzelle hier. Gut. Keine. Ah, da ist eine Wabe, die wir vielleicht rausnehmen können. Eine muss ja raus für die Zuchtlatte. Da brauchen wir ja Platz. Da oben sind auch noch mal 10 Waben. Hm. Oh, waren das auch böse Völker? Ja. Genau aus den bösen Völkern schröpfe ich ja besonders gerne, damit die nicht in Schwarmlust geraten. Damit du sie behältst, ne? Und nicht abhauen.
Da gibt es noch interessante Sachen aus dem Chat, die wir hier parallel bequatschen können. Ach so, das war eine Frage. Nicht so wirklich. An die Laura. An die Laura, genau. Ne, die staunen alle. Ja gut, es gab die Frage, wie lange man warten sollte, wenn die Königin nach 21 Tagen noch nicht, noch keine Eier legt, wie lange man da noch warten kann. Ja, da wartet man so lange, bis Hochzeitsflugwetter ist. Man wartet. Einfach warten. Aber wann entscheidet man dann, den aufzulösen? Das wäre doch besser, wenn man den auflöst, bevor der drohnenbrütig ist, oder? Der ist Jungvolk, das ist der Ableger. Mhm. Wenn die Königin also nicht zurückkommt. Bei solchen Fragen sollte man immer mindestens mir mitteilen, wann ist die Königin geschlüpft. Also gebildet wurde der am 29. April. Am 29. April. Und dann ist die Königin mit der geschlüpften Königin. Mit einer Brutwabe. Mit einer Brutwabe. Ne? 358, Königin ist gemacht. Also nach 12 Tagen, 29. April, am 11. Mai ist die Königin geschlüpft. Dann braucht sie 7 Tage, mindestens bis sie fit ist für den Hochzeitsflug. Das wäre der 18. Mai. Und heute haben wir welchen? 23. Also ich würde sagen, bis zum 1. Juni muss man sich keine Sorgen machen. Da kannst du eine Drohnenpfeife zeigen. Oh, da hat Gerhard vorhin von gesprochen. Ja, die hat er mir im Anfängerkurs alle kaputt gemacht. Ja. Da wollte ich die zeigen. Ich führe die kurz. Hier, guck mal, Gerhard, das ist doch... Ich muss erst, damit ich die Pfeife sehe... Erst die Brille aufsetzen. Ich sehe die Pfeife von hier. Ja, das ist jetzt also so eine Nachschaffungszelle, die mit einer Drohnenlarve gebildet worden ist. Ah. Ja? Und dann hat der Drohn, die Drohnenlarve, den Kontakt, also die ist runtergefallen, weil die sich nicht an den... festhalten kann an dem Gilet Royal oben an der Decke. Und ja, und dann sammelt er sich unten an. Ne, die Bienen räumen das erst weg, wenn der Ton nicht mehr lebt. Ne, dann wird es dann geöffnet. Ja, und dann wird die Tonlarve entfernt. Das ist also typisch, diese Pfeife, also dieser Charakter. Auch wenn es noch verdeckelt ist, sowas sieht man manchmal auch. Wenn die Nachschaffungszelle in die Länge gezogen wurde und dann irgendwie so eine enge Stelle hat. Ja, so oh, wunderschön hier. Quasi, ne? Zip, zap. Also wie das genau entsteht zip. Im Einzelnen, ist, ich war noch guck nie dabei. Guck mal, wie man die da übersehen Volk, kann. Ne? Aber man sieht immer das schön das Ergebnis. Wissen Sie, da ist eine Schwan. Und das kann man auch bewusst... Das kann man auch bewusst produzieren, indem man Drohnenlarven umlarvt. Dann sieht man es in der Reihe. Und interessant ist zum Beispiel auch, den Versuch habe ich auch gemacht, dass man die Weißelbecher beschickt, abwechselnd mit Arbeiterinlarve, Drohnenlarve, Arbeiterinlarve, Drohnenlarve, Arbeiterinlarve, Drohnenlarve. Habe ich ganz am Anfang gemacht, weil ich wissen wollte, ob die erkennen, dass eine falsche Larve drin ist. Kannst du die mal aufreißen, dass wir mal sehen können, wo der... Da wird jeder... Hier ist noch eine Wabe. Ohne. So. Kaputt gemacht? Ja. Ja, wir haben die abgerissen. Ja, die ist rausgefallen schon. Das war, ist die Made komplett rausgefallen? Dann ist die Made rausgefallen, ja. Ah ja. So. So, das entferne ich also die mal. Wurden gleich gut angenommen. Die werden, wurden gleich gut die wurden gleich, angenommen, ja. Mhm. So, jetzt wo haben da wir denn hier die Weißelprobe? Habe ich hier irgendwo die Weißelprobe? Unten sind ja keine drin, ne? Unten sind ja nur leere Waben. Da ist sie. Ach, du hast da jetzt auch eine Weißelprobe reingemacht zur Beschäftigungs... Genau, weil ich die vorgestern schon habe brechen müssen, sonst wären sie bis heute geschlüpft. Ja, und sie haben hier angefangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Je stärker das Volk, desto mehr ziehen sie nach. 11, 12, 13, 14,
Nachschöpfungszellen. 15, 16, 17, Nachschöpfungszellen, 18. Hervorragend. Die nehmen wir, machen wir, die war auch aus dem braven Volk, deswegen machen wir hier jetzt gleich nochmal einen Ableger. Gerhard, ja. Könntest du nochmal bitte eine Futterwabe holen und die da reinhängen? So, jetzt haben wir also 3 zum Belarven. Die 4 muss noch gebrochen werden. Die wäre gestern dran gewesen. Wir gucken jetzt mal, ob die Königin schon geschlüpft ist. Das wäre kacke. Die Futterwabe soll hier rein. Ja, immer noch. Wenn ihr zu spät kommt, um Nachschaffungszellen zu brechen, die nicht zu Königinnen werden sollen, weil sie böse sind, dann habt ihr ein Problem, weil ihr in einem total mit Bienen überfüllten Volk eine Jungkönigin finden müsst. Wenn ihr Glück habt, sind sie noch zu Hause, vielleicht sind sie sonst abgeschwärmt schon. Und ich habe da immer einen ganz guten Tipp, wenn euch so ein Malheur passiert ist, dass ihr in einem sehr bienenstarken Sammelbrutableger die Königin nicht finden könnt. Ist natürlich nur durch ein Malheur reingekommen. Dann ruft ihr den Gerhard an, der findet sie dann. Soll das abgedeckt werden? Ja, natürlich soll das abgedeckt werden. Du hast nur davon gesprochen, eine Futterwabe reinhängen. So, wir gucken mal, ob hier schon was geschlüpft ist. Dann kann nämlich der Gerhard hier gleich arbeiten. Heute wäre ja Tag 10. Der Gerhard kann mal erklären, warum am Tag 10 schon eine Königin geschlüpft sein kann. Aus dem Ei oder aus... Ah Gott! Gerhard! Ja, 358 Königin ist gemacht, ne? Oh Gerhard, du hast die Nase geputzt, deswegen hast du Entschuldigung geschaltet gehabt. 358 Königin ist gemacht. Und wenn man jetzt aus einer älteren Larve, wenn man eine ältere Larve umlarvt, ne, am Tag 10 schlüpft sie, wenn man sie als 3 Tage alte Larve einbettet. Also das ist ein Sammelbrutableger, Gerhard, den ich gestern hätte brechen müssen. Ja. Die Zellen, darum geht's jetzt. Und gestern war der Tag 9. Ja, genau. Dann ist noch keine geschlüpft. Aber es könnte doch eine schlüpfen, wenn die Bienen eine 3 Tage alte Marder. Richtig. Und genau das sollte er gerade erklären. Sehr schön, dass du immer noch dabei bist, Martin. Und wenn sie geschlüpft ist, müssen die anderen trotzdem noch nicht zerstört sein. Kann aber sein. Oder ein Schwarm ist abgegangen. Ja, das sieht man doch. Wenn ein Schwarm abgegangen ist, dann ist der Sammelbruter, ist ein Sammelbrutableger. Ja. Der ist ein schwacher Sammelbrutableger. Wie sein kleines, naja. Ach so, die Zange gehört dazu. Naja, Gerhard. Könnt ihr euch vorstellen, was das Leben anstrengend ist mit jemandem, der permanent nur am Rummosern ist? Also, sie bricht Nachschaffungszellen, ne? Und achtet gleichzeitig drauf, ob da schon eine geschlüpft ist. Also, ja, bis jetzt war noch keine geschlüpft, aber es könnte eine, deswegen sollen sie am Tag 9 und nicht am Tag 10. Ui, guck mal da. Warte, wir kommen näher. Die sind schon so ein bisschen abgeknuspert, mal gucken, wie weit die ist. Ah, ja. Jetzt machst du die auf und dann hüpft die raus. Nee, ach, guck, die hätte noch gebraucht. Die hätte auch noch gebraucht. Aber es ist, also Tag 10 ist echt riskant. Hm. Guck, spitzt die sind du alle noch ab jünger? Und zu deinen Stockmeißel an? Und dann seid ihr ganz besonders lang, fit und potent. Ach, das ging zu schnell. Ach so, letztens hat einer gesagt, er hat nur gesagt, ich soll keine Drohnen mehr essen. Das war ja jetzt Königin. Knuspern die schon? Ja, die knuspern so ein bisschen. Gerhard braucht eine Pause. Gerhard erträgt das nicht mehr. Doch, ich ertrage schon. So, da habe ich eine Wabe, die könnte ich rausnehmen. Und der Gerhard erklärt mal, was denn hier falsch gelaufen ist. Danke. Oh, schön. Ein wahres Kunstwerk. Da schlüpfen noch ein paar Bienen. Nee, da ist Thronbau. Ja, die halbe Wabe besteht aus Thronbau. Ist es ein Thronrahmen? Ich gucke gerade.
Ob er gedrahtet ist? Nee, ist nicht gedrahtet. Das ist Naturwabenbau. Genau so sieht der nämlich aus, wenn man keine Mittelwand gibt. Ja. Oh, guck mal, eine Wespenkönigin. Ja, komm, iss mal. Da, komm, lande, iss. Ach, mich hat gestern eine Wespenkönigin in die Hand gestochen. Was hast Kameramann, du denn mit ihr gemacht? Hier, schau mal, jetzt schlüpft ein Mann. Hier schlüpft ein Mann. Und die Männer machen es ja anders als die Arbeiterinnen. Ne? Die schneiden ja den Zelldeckel komplett ab. Okay. Ne? Also du sitzt als Mann in der Zelle und dann schneidest du mit den Deckel auf. Und wie machen die Arbeiterinnen das? Eine Arbeiterin, die knabbern das ab. Die zerlegen den in Staub. Bröckchen. Okay. In Bröckchen, ja. Oh, guck, da ist sie wieder. Oh, eine schöne. Also die Wespenkönigin, die mich gestochen hat, die saß unter dem Blechdeckel oben am Zargenrand. Ja, genau. Und ich habe den Blechdeckel runtergenommen, habe nicht genau hingeguckt, habe gegriffen, wollte den Honigbaum runtersetzen und dann tat es auf einmal sehr weh in meiner Hand. Genau, das ist mir auch schon passiert. Und die ist auch immer noch... Echt? War doch so ein bisschen angeschwollen. Oh. Also. Ja, die Armen, die kämpfen jetzt bei diesem kalten Wetter tatsächlich ums Überleben, die armen Wespen. Die Königinnen müssen ja alleine ein Nest gründen. Die haben jetzt kein mollig warmes Zuhause mit Futter wie die Honigbienen. Deswegen soll sie sich mal richtig voll essen hier. Also es tat auf jeden Fall massiv weh. Oh, jetzt kommt eine Biene dahin und hat der Wespe gesagt, geh mal weg. Naja, die darf noch weiter schlürfen. Die hat aber ordentlich Hunger immer. So. Ja, die Arme bei dem Wetter. Ups. Ach, oh je. Okay, kannst du einmal festhalten? Jetzt habe ich hier Mist gebaut. Moment. Sie ist weg. Hast du erfolgreich verscheucht? Ja, Entschuldigung. Hier kommt der Ton raus. Du immer mit deinem Drohnen. Oh, guck mal, ich habe noch was ganz Tolles. Hier, toller als Drohnen. Ist das nicht nett? Da, die typischen Nachschaffungszellen, mitten aus der Wabe heraus. Die wollen wir nicht, weil die Waben sind von bösen Völkern. Wir wollen ja jetzt eine Zuchtlatte reintun. Und hier eine, die man sehr schön übersehen kann. Ja. Und wenn man die übersieht, dann ist die ganze Königinnenaufzucht kaputt. Und die haben nicht nur eine, sondern guck, da ist noch eine. Ganz gemein. Deswegen arbeite ich immer mit Brille. Eine für 2,50 Euro aus dem Drogeriemarkt. Nein, nicht aus dem Drogeriemarkt. Wie nein? Natürlich. Ich nenne jetzt keine Namen. Ja. Aber die hat 2,95 Euro gekostet. Ah so, dann ist die natürlich. Ich sage immer, er soll mal ordentlich zum Optiker gehen hier. Ja, Gerhard, geh doch mal ordentlich zum Optiker. Ja, ich sehe doch alles. 1, 2, 3, 4. Pia, weißt du, welche Wespenart das war? Ich habe versucht, ihren Kopf anzugucken und habe es nicht gesehen, weil er so drin war. Mhm. Also es war höchstwahrscheinlich eine Kurzkopfwespe, also eine von den zwei Lästigen, die dann auch mal am Grillfleisch essen. Und trotzdem freue ich mich, wenn sie da sind, weil sie auch wichtig sind. Schädlingsbekämpfer, Leichengräber und ein guter Imker sollte auch andere Insekten tolerieren. Ich konnte es aber nicht sehen, ob es die Deutsche oder die Gemeine war. Jetzt? Drohnen kommt raus. Flup. So. 6. Jawohl. So, eine letzte. Dann habe ich 5 zum Belarven. Ich breche noch Nachschaffungszellen bei einem letzten Sammelbrotableger. Und der Gerhard hat derweilen eine Aufgabe. Ich brauche aber noch mal kurz den Raucher. Ja, ja. Und zwar habe ich hier Sammelbrutableger 9 gemacht in Greven an unserem Bienenstand am 14.05. Und wenn ihr da ausrechnet, da müssten jetzt auch schon 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. und 23. Heute ist genau der Tag, an dem die Nachschaffungszellen kurz vorm Schlupf stehen und zerstört werden müssen. Und ich habe gerade geguckt
und ich finde keine Nachschaffungszellen, sondern Stifte. Und jetzt behebt der Gerhard das Problem und erklärt als erstes Mal, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ich war nicht dabei. Also wenn Stifte sind und keine Nachschaffung, heißt das, sie hat bei der Bildung des Sammelputablegers eine Königin mitgenommen. Ja, dann muss am anderen Standort eine Königin fehlen. Ja, ein Volk hat sie entweiselt. Das will nicht mehr schwärmen. Und die Königin ist da drin. Und wenn man es laufen lässt, dann wird das schwärmen wollen, weil so ein Sammelbrutableger die Masse Bienen, die da schlüpft und nichts zu tun hat, ja. Also es könnte sein, dass wir Schwarmzellen finden. Aha. So, und jetzt setze ich die Brille auf und ich bräuchte den Raucher. Ich hol den. Weil ohne Raucher, er hat so auch viel von bösen Bienen gesprochen. Gut. Und dann soll ich die Königin rausfangen. Ne, dazu hat sie den Käfig da. Oh ja, da muss ich. Ja, ich brauche auch einen Schockmeißel. Da vorne liegt einer unter der Mütze. Auf der ersten, zweiten. Ach so, da, ja, richtig. Danke. Okay, also gucken wir mal. Machen wir zuerst mal die Kippkontrolle. Hat sie das gesagt oder das? Nee, das große da. Das große da. Machen wir zuerst mal die Kippkontrolle. Oh, da muss ich wieder auf die andere Seite. Entschuldigung. So. So, und irgendwo soll die Königin sein. Sieht mir mehr nach unten aus. Dann stelle ich mal die obere Zarge auf die Blechhaube und gucke noch eine Etage tiefer. Ja. Ah, der ist auch unten so voll, dass die schon rausquellen. Ja. Okay. Sitzt aber mehr rechts. Von hinten gesehen, die fliegen auch nahezu nur rechts rein. Das heißt, ich fange dort an zu ziehen, wo weniger Bienen drin sind. Ja? Und dann steht das Volk natürlich etwas ungünstig. So. Ein Brutbrett, ein ehemaliges. Und irgendwo ist eine Königin. Hast du schon Eier gesehen? Nee, noch nicht. Noch keine Eier? Noch keine Eier. Okay. Also wenn sie Eier legt. Das ist ja auch eine Randwabe von da. Ist ja eine Randwabe, ja. Gut. Wird da vorne hingestellt. Sie kann natürlich auch auf der Kasseninnenwand rumlaufen. Ne? Was hat sie gesagt? Sie hat eine Königin mitgenommen, ja? Ich habe gesagt, da sind Stifte drin. Ja, ich muss also. Pia nochmal. Ich habe gesagt, da sind Stifte drin. Ja. Damit beantworten sich diese Fragen. Ja, wenn du eine Königin. Ja, ich gucke auch nach den Eiern. Gerhard möchte mehr Details haben, Pia, glaube ich. Aha. Nein, es ist die Frage. Sind auch Larven schon da, ja? Da sehe ich Larven. Was heißt schon? Immer die, noch. Die ist ja auch schon 9 Tage da drin, die Königin. Ja. Gut. Madame, wo bist du? So, ich zeige mal. Ich vermute kurz. Auf Wabe. 6 oder 7. Pia larft hier fleißig um. Die ersten Zellen sind verdeckelt. Ja. Schwupp. Die ersten Zellen verdeckelt, ja.
Stimmt ja, ne? Passt, ne? Nach 9 Tagen. Oh, die ist bestimmt zu alt, die können wir von hier aus sehen. So, ich gehe wieder beim Gerhard gucken. So. Also die ersten Zellen sind verdeckelt. Schwarmzellen habe ich jetzt noch keine gesehen. Ach genau, ich glaube, da gab es vorhin auch eine Frage im Chat. Wie genau ist es mit den 3 Tage Made, 3 Tage Ei, 5 Tage Made und dann verdeckelt? Wenn es jetzt, also es ist ja so ein natürlicher Vorgang und Prozesse in der Natur können ja auch mal irgendwie ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer ablaufen. Ach so, soll ich jetzt, konzentriere mich hier auf die Königinsuche. Ne? Ja, dann such mal weiter. Nee, nochmal, wiederhol nochmal. Natürliche Vorgänge oder Vorgänge in der Natur sind natürlichen Schwankungen unterlegen, ja, aber, die temperaturabhängig sind. Ja, aber 3, 5, 8 ist feste Größe. Also und vor allen Dingen, weil ja alles, was im Brutnestbereich passiert, passiert bei Temperaturen zwischen 34 und 35 Grad. Da ist keine, das heißt, große Schwankung. Da sind keine großen Schwankungen. Ja. Und wie genau sind diese 5 Tage zu sehen? Also sind es tatsächlich 5 mal 24 Stunden oder sind es vielleicht nur 4,8 mal 24 Stunden? Also da bin ich der Meinung, 5 Tage, ja? Okay. Weil du kontrollierst ja nicht jede Stunde. Aber ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Okay. Noch keine Messungen durchgeführt. Also da ist es viel offene Brut. Was habe ich gesagt, wo die Königin ist? Auf 5 oder 6 hattest du gesagt. 5 oder 6? Ja, 5, nee, oder 6 oder 7. 6, ja, okay. Ah, das muss man nachher im Chat nochmal angucken. Ich sage auch 5. Was ich gesagt habe. Boah, ich, nee, weil bei 5 bin ich jetzt, ne? Ah ja. Und es nähert sich, also so. Das Bild, was ich hier sehe, hier ist sie häufig. Ja, auf der Wabe ist er häufig. Aber Gerhard, wir machen mal noch ein anderes Gedankenexperiment, weil das ist mir tatsächlich auch schon ein paar Mal passiert. Also, und zwar, weshalb ist sie hier häufig, Entschuldigung, ja, weil sie hier Eier gelegt hat, aber nicht wegen der Eiablage ist so häufig, sondern aus den Eiern schlüpfen Larven, die mit Gelee Royal gefüttert werden. Ne? Und die Königin hat ja auch Hunger. Und sie lässt sich das Futter nicht bringen, sondern sie geht dorthin, wo sie weiß, dass ältere Ammenbienen da sind und Gelee Royal produzieren. Königin ist sehr gern dort, wo offene Brut, jüngste Brut gepflegt wird. Und das ist hier auf dieser Wabe der Fall. Da habe ich sie jetzt nicht gesehen. Also bei dem. Und jetzt kommt die Wabe 6. Ich komme beim Gerhard. Und die sieht genauso aus. Und das sieht man eigentlich von oben, dass da Brut geschlüpft ist. Hier kann sie auch noch Eier legen. So, ich würde nicht wundern, wenn sie hier irgendwo rumläuft. Mal sehen, wer sie zuerst sieht, die Kamera oder ich. Ist sie markiert oder nicht? Weiß ich nicht. Das wissen wir nicht so genau, glaube ich. Also ich schaue nach einer nicht markierten aus, von meinem Blick. Da nochmal. Ich kann auch gerade da unten rumlaufen, ne? Dann sehe ich sie natürlich nicht. Gut, jetzt kommt gleich die Stunde der Wahrheit. Man sieht es an dem Verhalten der Bienen, die da von oben zu sehen sind in den Wabengassen. Dort, wo die Königin ist, sind sie in der Regel eine Spur ruhiger. Da wird auch getanzt. Pollensammler sind auch da. Nee, da erwartest du wieder nicht.
Ja, jetzt. Moment, sie kann natürlich auch in der Zarge sein, gell? Was die Wabengasse angeht. Das sind ja zwei Zargen. Ach so, ah. Ja. Vorsicht, gleich fallen hier welche runter. Oder? No, halten sich gut fest. Dieses Gewusel, ne? Gut. Also, eine Etage höher. Die beiden Waben werden zwar jetzt auch noch angeguckt, aber das sind keine Brutwaben, sondern das waren mal Brutwaben. Aber da ist alle Brut geschlüpft. So, dann versuche ich jetzt nochmal meine komische Frage zu stellen. Also angenommen, ich mache Samstagmorgen eine Schwarmkontrolle, ja, und es, ne, keine Schwarmlust. So, und dann komme ich in der nächsten Woche erst am Samstagabend dazu, die Schwarmkontrolle zu machen. Das ist früh genug. Genau, das ist früh genug. Aber ja, könnte es sein, dass es dann am Samstagabend schon eine verdeckelte Zelle gibt? Nee, die ist dann höchstens am Sonntag früh da. Also in der Beziehung werde ich die genügt mir die Angaben von Tagen. 358 König ist gemacht. Und wenn, ich habe ja noch gelernt, als mir das Imkern beigebracht hat, dass man nur alle 7 bis 9 Tage Schwarmkontrollen machen muss. Ja, obwohl bekannt war, 358 König ist gemacht. Und da wurde dir empfohlen, alle 7 bis 9 Tage. So habe ich es auch dann anfangs übernommen. Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, hoppla, ab und zu komme ich zu spät mit nach 9 Tagen. Und dann kapiert, besser ist alle 7 Tage. Und die passen auch viel besser, dieses alle 7 Tage passt auch viel besser in die Wochenplanung. Ne, dann macht man Samstag oder Sonntag statt Kirchgang. Ne? Was mir hier auffällt, sind auch die dunklen Drohnen, die hier rumlaufen. Warum sind dunkle Drohnen besonders? Ja, weil es die selten gibt, so in der Farbe. Ach so. Ja. So richtig schwarze. So, ist da die Königin vielleicht noch? Aber ich glaube es nicht. Ach so, du meinst, weil die Drohnen sonst auch schon mal ein bisschen mehr braun einschlagen. Ja, ja, richtig. Okay. Westfälische Ton. Hast du was erzählt? Was sind denn? Nee. Westfälische Tonen sind schwarz. Rheinländische sind eher rötlich. Und dann haben wir hier auch eine Pollensammlerin mit knallroten, tiefroten Pollen. So, wo war die? Irgendwie ist sie verschwunden. Gut, also. Da unten keine Königin bisher. Da unten habe ich keine Königin gefunden. Sondern schiebe ich das alles wieder so zurück, wie es war. Meine Damen, oh, guckt euch das an, ne? Wahnsinn. Ja. Die Wabe hing so. Und dann diese Traubenbildung ist auch irgendwie. Okay. Nehmen wir es mal runter. Ach ja. Legen wir das mit drauf. Ah, du möchtest jetzt verhindern, dass wenn du den oberen draufstellst, dass die Königin dann runterläuft. Ja, ja, ne? Das sowieso nicht. Ja, also nicht drauf, sondern die wird jetzt in anderer Handlung untersucht. Also muss ich mich da tiefer bücken. Ne? Wenn man eine Leerzarge hat, kann man es sich natürlich. Ich könnte es auch auf so ein Volk stellen. Guck mal, wir haben doch bestimmt. Aber nee, es geht so, ja, es geht so. Moment, es geht so. Gut. So, da ist sie höchstwahrscheinlich nicht drauf. Nur die schwarzen Drohnen wieder. Vor das Flugloch. Auch nicht drauf. Also wenn, dann will sie ja Eier legen, ne? Ah,
Pia ist... Ich bin fertig. Ja, ach, ist das jetzt der mit ein So, ein So? Nee, das ist erstmal nur so, weil wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 zu belarven haben. Ah ja, das heißt erstmal Nummer sicher. Ja. Ist ganz schön voll da drin. Mhm, der passt nicht mehr rein. Sind die nicht süß? Das ist der automatische Einzugmechanismus. Genau. Die schlürfen sich die Königin rein. Gut. Sonst klappt das nicht, meinst du? Ja, so klappt's. So, wir nähern uns der Wabe 6. Ich geh wieder zum Gerhard. Falls jemand ein schlechtes Bild hat, gegebenenfalls einfach einmal den Stream neu laden, dann sollte das wieder klappen. So, jetzt kommt die Wabe 6, wo sie wohl nicht drauf ist, weil hier die auf der Mittelwand, die Mittelwand ist noch nicht komplett ausgebaut. Aber dann die nächste Wabe. So. Eier, Larven, oh, viel offene Brut. Also auf die Sache, Königin ist häufig dort oder eher dort anzutreffen, wo offene Brut, jüngste Brut gepflegt wird. Da bin ich beim den Populationsschätzungen drauf gekommen. Ja, wenn man jedes Jahr 200 Völker von März bis Oktober beobachtet, alle 21 Tage Waben zieht und guckt, Stärke des Volkes und, dann findet man ja auch, begegnet man auch der Königin und dann kann man später bei den 4.000-5.000 Populationsschätzungen, da ist die Königin! Ja, die sieht man von Weitem fast. Dann kann man eine Statistik machen, ne? Und da bei der Statistik kommt raus, dass sie etwa zu 80% auf Waben mit offener Brut ist. Oder nebendran. Also hier ist offene Brut, ne? Pollen, offene Brut. Jetzt wäre noch zu überlegen, hätte ich nicht zuerst hier oben anfangen können. Da hätte man sie schneller gefunden. Gell? Aber da hatte ich mich für unten entschieden. Ja, irgendwo muss man anfangen. Ne? Und weil nicht übersehen, gell? Da ist es auf der Wabe 8. Hast du gut und gemacht, Gerhard. Ich wusste auf der rechten Seite. Ne? Und als ich sie unten nicht gefunden habe, habe ich gesagt, dann ist sie oben drüber. Und da war sie jetzt auch. Und deswegen nicht draufstellen, sondern getrennt lassen. Weil wenn ich sie jetzt nicht gefunden hätte, habe ich mich schon ehrlich vorbereitet, dann hätte ich nochmal von vorne angefangen. Ne? Aber ich habe sie gefunden, fertig. Sehr schön. Auf Anhieb, ne, eigentlich. Länger gebraucht, aber auf Anhieb. Guck mal, Pia, jetzt musst du einmal Danke sagen. Danke sagen. Ach, da ist noch eine. Nein, Quatsch. Entschuldigung. Auch viel offene Brut hier. Also verdeckelte und offene. Also die ist dann sofort belegt worden, ne?
Ein Brutbrett. Ein ehemaliges. Nee, immer noch ein Brutbrett. Wahnsinn. Oh. 1000 Bienen. Müssten da jetzt auf keine Begleitbienen zur Königin? Was macht sie denn damit? Das ist eine gute Frage. Drauflegen erstmal. Gut. Dann können wir nämlich gleich testen, ob ein Volk tatsächlich keine Nachschaffungszellen zieht, wenn die Königin gekäfigt ist. Zum 570. Mal. Und natürlich ziehen sie Nachschaffungszellen. Also du meinst, wenn die Königin gekäfigt oben drauf liegt, ja, dann... Das ist dieses Königin-Käfigen 21 Tage lang, damit die Völker dann anschließend brutfrei sind. Ja? Und die schaffen nach. Wenn die Königin ist im Stock, aber wenn die Königin nicht auf den Waben rumläuft, dann merken die irgendwann mal die Bienen. Ne? Ist besser nachzuschaffen, die alte kann nicht mehr. Und dann kann man diese Nachschaffung quasi als Umweiselung betrachten. Ne? Die Bienen merken, hoppla, die alte kommt nicht mehr raus. Ne? Sie rüttelt da auch am Käfig, ne? Und kommt nicht raus. Und dann ziehen wir doch lieber nach eine, bevor die Chance vertan ist. Also so ungefähr kann man es nachvollziehen. Und schön ist es bei diesen Bekämpfungsmaßnahmen, Königin ab in den Käfig heißt ja die Bekämpfungsmaßnahme, dann sind die Völker brutfrei und können im brutfreien Zustand mit Oxalsäure gegen Varroamilbe behandelt werden. Aber insgesamt ist es eine schlechte Methode. Also das heißt teilen und behandeln, aber da kommen wir ja dann auch drauf. Ne? Besser. Okay, dann packe ich das zusammen. Hier fragen ein paar Leute, ob du Königin verkaufst, Gerhard. Ob ich was? Königin verkaufst. Ob ich Königin verkaufe? Ob man irgendwie eine Königin von dir bekommen kann. Ja. Nein. Ja, man kann ja hier wie der Ansgar vorbeikommen und sich was nachlaufen, wenn man ganz, ganz lieb fragt. Warum macht das Eindruck, dass ich sie gefunden habe? Oder weswegen? Vielleicht, weil die so lieb sind und nicht die stechen. Bienen? Mhm. Ja, das liegt an mir. Weil du so lieb bist, Gerhard. Da merke ich nichts von. Das sagt eine Königin, sagt das. Ne? Ach nee, auf einmal. So, soll ich das Volk wieder zusammensetzen? Ja, das wäre nicht schlecht. Naja, vielleicht, Gerhard, musst du noch ein kurzes Statement zum Thema Basiszucht abgeben. Ja. Dass du vielleicht empfehlen kannst, einfach von den eigenen Bienen. Richtig, ja. Oh, danke. Danke. Dann wird auch klar, warum du keine Königin verkaufen möchtest, brauchst. Ja, also man soll es erstmal selbst versuchen, ne? Weil die, da kann ich eine Geschichte erzählen, vielleicht schaut der Imker auch zu. Ich habe ja früher, als ich da in Hohenheim anfing, die Einfluss auf die Entwicklung der Bienenhaltung zu nehmen, ich drücke es mal so aus, also einfach imkern. Dann auch immer wieder Besuche gehabt von Imkervereinen. Die sind dann mit dem Bus angekommen und dann habe ich sie, Vorsicht, dann habe ich sie an den Bienenstand geführt und gezeigt, wie meine Bienen aussehen und sich benehmen. Und da waren sie immer beeindruckt, die Besucher, wie friedlich meine Bienen waren. So wie hier wohl auch, also die Bienen relativ friedlich sind. Und ja, und dann wurde ich auch gefragt, ob ich Königin verkaufe. Ne? Und meine generelle Antwort war, sie haben das Material auch zu Hause. Man kann das von zu Hause, also jeder, also meine Bienen sind die besten. Diesen Satz kann jeder in den Mund nehmen. So, und dann war mal ein Imkerverein aus dem Hunsrück da in Hohenheim. Und später wurde ich eingeladen zum Vortrag nach an den Hunsrück und mit einer Demonstration Spätsommerpflege von Bienenvölkern eines Imkers. Und der Imker war in Hohenheim bei diesem Besuch dabei gewesen. Und als ich dann dorthin komme, ich glaube, es waren so 150 Imker da, die mir zugeschaut haben, wie ich 20 Völker geimkert habe im Spätsommer, einengen, ja, was damals so üblich war. Und als ich da hingekommen bin, hat der Imker mich begrüßt, hat gesagt,
seine Bienen wären nicht so freundlich wie meine, die ich da bei dem Besuch in Hohenheim vorgestellt habe. Und dann habe ich die Völker geimkert. Und dann sagte der Imker anschließend, so friedlich hätte er seine Bienen noch nie gesehen oder erlebt. Dann habe ich nochmal mit ihm darüber gesprochen, dass es an ihm liegt. Er muss ruhiger arbeiten. Und ich habe ruhig gearbeitet hier. Ja, das ist das Geheimnis. Man muss entsprechend arbeiten. Also ruhig arbeiten. Hat er kapiert? Ich habe ihn noch öfters auf irgendwelchen Tagungen gesehen. Und jedes Mal, wenn er mich erkannt hat oder ich ihn erkannt hat, hat er mich begrüßt und so gemacht. Warte, jetzt muss ich gucken. Ja, und hat dann so gemacht, aus der Entfernung so gemacht. Ja. Und wenn ich ihn dann noch gesprochen habe, hat er gesagt, es wäre wirklich viel besser, wenn er sich so verhält, wie ich es vorgemacht habe. Viel besser. Seitdem wären seine Völker sehr friedlich. Und das ist es. So, und jetzt kann man immer noch, also es gibt Unterschiede zwischen den Völkern, da muss man halt Protokoll führen. Also hier würde ich, ja gut, das sind Sammelbrutableger, die sind eh friedlich, ne? Sondern die Originalvölker, die Muttervölker beim Ankippen, ich habe es heute wieder am Nebienzentrum Hohenstein gesagt, da sind ja oben das Volk Nummer 13, 14. Was uns beim letzten Mal so geärgert hat. Die haben heute die Note 4 bekommen. Und alle anderen die Note 2, einige die Note 3. Note 1 heißt sehr ruhig, Note 2 heißt ruhig, Note 3 heißt unruhig, Note 4 heißt sehr ruhig, Note 5 heißt giftig und Note 6 heißt, warum mache ich das überhaupt? Ja? Und Note 6 kommt selten vor, aber es kommt vor. Und dann muss man halt, von denen darf man nicht nachziehen. Ich habe mir in Hohenheim den Luxus erlaubt und habe auch von denen nachgezogen, um zu gucken, inwieweit sich das auf die Nachkommen, wie inwieweit dieses Verhalten vererbt wird. Und dann immer mit Erstaunen festgestellt, dass die Nachkommen, wenn die Mutter eine schlechte Note hatte, besser waren als die Mutter. Das kann man dann damit erklären, die Drohnen spielen auch noch eine Rolle. Genauso wie es Nachkommen gibt, die nicht so gut sind wie die Mutter. Das kann man damit erklären, die Drohnen spielen auch eine Rolle. Aber wenn man konsequent ein bisschen bei den Müttern ausliest und wenn das alle machen würden, dann hätten wir eigentlich nur gute Drohnen in der Luft. Ne? So, und jetzt das also, Statement zur Basiszucht. Also man soll einfach von seinen eigenen Bienen, die man hat, nachziehen. Brave Völker nachziehen. Und das wichtigste Merkmal ist die Sandfrucht. Alles andere ist, da bilden sich die Züchter, die da züchten, etwas ein. Du kannst, was die Schwarmneigung ist ja auch ein Zuchtmerkmal, ist viel leichter durch die Völkerführung zu regulieren. Und auch der Honigertrag hat was mit der Stärke der Völker zu tun. Und das ist viel leichter in den Griff zu kriegen, indem man bei der Völkerführung darauf achtet, dass die Völker anständig einwintern, anständig auswintern, sich im Frühjahr zügig entwickeln, nie unter Hunger leiden und, und. Also das Einzige, worauf man darauf achten muss, ist die Sanftmut. Und alles andere kann man durch Völkerführung hinkriegen. Und die Tracht hängt natürlich auch vom Wetter ab und von der Witterung wie dieses Jahr. Und und dann natürlich vom Trachtangebot. Aber ich kenne eigentlich in Deutschland keine Gegend, in der das Trachtangebot so schlecht ist, dass es sich lohnt, wegzuziehen. Ja, nee, das ist alles Einbildung. Gut, ich soll das Volk, da schaut, meine, das sind ja die Töchter, die Bienen von verschiedenen Müttern, ne? Ja, sogar die vertragen sich, gell? So, Pia ist immer noch beschäftigt. Weil irgendjemand hat mal den Raucher mitgenommen. Wir haben ne? ein bisschen Räuberei hier an der Wabe, weil der wir steht nämlich die gerade rausgenommene Wabe aus dem Sammelbrutableger vergessen haben. Und deswegen sind sie jetzt angefixt. Gut. Aufgabe erfüllt, ne? Heißt das. Königin gefunden. Ja. Job erledigt. Und ich wiederhole nochmal auf Anhieb. Ich stelle dir eine Urkunde aus. Ich hätte nur die Waben in der anderen Reihenfolge. Aber wobei, Gerhard, du hast das angekippt und gesagt, na, oben ist die nicht. Hab ich so gesagt? Danke.
Wahrscheinlich ist sie nicht oben. Ja, sehr etwa. Also ich werde es nachher nochmal angucken. die untere Zarge habe ich, weil so viele Bienen unten sind, ja. Und ja, gut, da werde ich nochmal nachdenken, wie ich beim nächsten Mal das mache. Wobei es eventuell kein nächstes Mal gibt, weil sowas passiert mir nicht. Ja, ja. Ich hab 11 Sammelbrutableger zu versorgen. Also sie hat ihre Sammelbrutableger und ich habe die, die sie mir in Auftrag gegeben hat. Und da habe ich dann gebeten, dass ich die bis zum Schlupf der Königin betreuen darf. Weil da mache ich ein paar Versuche. Ah ja. Weil die Völkervermehrung verschwitten, als Ganzes entsteht es ja, ne? Am Tag X den Sammelbrutableger bilden, am Tag X plus 9 die Nachschaffungszellen brechen, den Zuchtrahmen rein, das war ja heute Thema. Dann am Tag X plus 19, 10 Tage später, die Königinzellen verschulen. Und am Tag X plus 21, wenn dann alle Arbeiterinnenbrut geschlüpft ist, die Königinnen geschlüpft sind, den Sammelbrutableger in so viele Begattungsvölkchen aufteilen, wie Königinnen da sind. Ja? Oder wie man Waben hat. Ne? Wenn man mehr Königinnen hat, muss man woanders noch Bienen klauen gehen. Alles schon gemacht. Und woanders Bienen klauen? Ja, bei den Wirtschaftsvölkern. Ja, so. Bei den Wirtschaftsvölkern. Ach so. Wie machst du das dann? Das mache ich dann so, dass ich dann dort die alten Bienen nehme, also wieder einen Versuch mache. In der unteren Zarge den Waben mit den bienenbesetzten Waben aus der unteren Zarge. Mhm. Die sind brutfrei, alt. Haben sie eigentlich auf die Rente gefreut und dürfen dann nochmal loslegen. Und die nehmen dann die Königin an? Ja, doch, natürlich. Wenn die keine Königin haben, dann wird die Königin unter Futterteigverschluss dazugehängt. Okay. Und 2000 Bienen ja gewohnt, reichen ja? Oder wie viele? Wie bitte? 2000 Bienen? Oh, 1000 genügen auch. Obwohl die alt sind? Ja, da kann man einen Versuch machen. Okay. Und warum nicht aus dem Honigraum? Das wäre ja einfacher. Also da müsste man nicht extra den unteren Brutraum öffnen. Ja, nee, unten hängen mehr Bienen. Bis ich im Honigraum so viele Bienen zusammen habe, dass es ausreicht für als Begattungsvölkchen. Also unten findest du, wenn ein starkes Volk ist, nach Einstellen des Fluges eine Traube unten durchhängt, dann findest du auf einer Wabe 2000, 3000 Bienen. Okay. Ja. Und da ist die Königin in der Regel oben. Die Königin müsst ihr aufschließen, ne? Na gut. So, hier sind jetzt die. Hier werden jetzt die. Aber es geht mit den nicht so tollen. Ausprobiert. Es geht. Oder nein, nicht so tollen. Hier werden jetzt ja, die zwei auch verschiedenen übrig und Arten ja. Näpfchen ausprobiert. Wir haben dann ne? Genau Bienen aus dem Honigraum genommen. Aber ich wusste auch nicht, ob es klappt oder nicht. Ich habe auch gedacht, versuch. Ne. Ja. So, aber und wenn du sagst, es geht theoretisch. Wo ich die rein tun, ist ja theoretisch die auch praktisch. Vier, und ja, wobei noch theoretisch acht. Heißt ja nicht, dass es nicht geht, ja. Sondern theoretisch heißt es. Es geht und ja, man muss halt bestimmte Dinge beachten. Ne? Dieses Bienen brauchen, dem kann man auch dadurch entgehen, dass man den Zuchtrahmen nicht mit 30 Larven beschickt, ne, sondern nur, ich mache es lieber mit 24, 212. Mhm. Ja, und dann. Sag nochmal, Gerhard, warum nur 24? Damit nicht mehr als 20 Königinnen schlüpfen. Ach so. Weil der Sammelbrutableger aus 20 Waben besteht, ja? Zwei. Damit du keine Königin übrig hast. Damit ich keine Königin übrig habe. Die man dann auf einmal irgendwo verwerten und muss. Ich habe eine Schlüpfrate von 80%. 24, 80% sind 20. Woran liegt es, dass nicht mehr schlüpfen oder so? Ein bisschen Schwund ist immer, oder? Nee, weil dann brauche ich keine Bienen zu suchen. Ne? Du hast ja nur 20 Waben. Nee, ich meine, wenn du 24 umlarvst und, und nur 80%, wo bleiben die 20%? Sind das, die ist normal, also bei mir der normale Schwund. Okay. Ja. Und die 2x15, die sie hat, das ist mir zu eng. Da kriege ich manchmal den Käfig nicht so richtig rüber. Okay. So, ich glaube, Pia ist da noch eine Zeit beschäftigt. Wir haben jetzt schon anderthalb Stunden rum. Machen wir noch weiter oder? Ach so, wir können mal reflektieren, was wir so getrieben haben.
Also ich meine, ich filme euch auch noch weiter, ne? Jo, so ist das nicht. Aber ist ja, irgendwann ist langweilig. Ne? Wir haben jetzt, du hast mal die Ableger angeguckt, die haben auch noch genug zu essen, die zwei. Ja. Gut, dann hat der Gerhard einen verunglückten Sammelbrutableger entweißelt. Eigentlich soll man ja die Königin nicht aus dem Wirtschaftsvolk in den Sammelbrutableger mitnehmen. Aber manchmal passiert's und da ist er tatsächlich gut drin, das zu finden, die Königin. Wenn die Königin jetzt oben eingesperrt drauf liegt, dann ist unsere Erfahrung, dass trotzdem unten Nachschaffungszellen aufgezogen werden. Die kritischen Worte zum Thema Königin einsperren hast du schon gesagt. Wir testen es aber immer wieder. Also ich werde es dann protokollieren in 9 Tagen, ob Nachschaffungszellen da sind und wenn ja, werden sie gebrochen. Und dann kommt da auch noch eine Zuchtlatte rein. Ich habe 3 Sammelbrutableger schon belarvt. 1, 2, 3 sind fertig und jeweils Hälfte Ansgar, Hälfte meine Näpfe, weil die Näpfe, die der Ansgar da hatte, die haben unten so einen komischen Rand. Da vermute ich, dass die Bienen das nicht gerne mögen. Also da werden wir testen. Und ich hätte jetzt noch 2 weitere Sammelbrutableger, die belarvt werden. Das heißt, ich bräuchte noch mal 60 Larven, die ich da umsetze. Das dauert halt ein paar Minuten. Danach kommen die Waben aus dem nachzuchtwürdigen Volk wieder dahin zurück. Und dann... wir müssen noch eins machen. Das würde ich tatsächlich zeigen. Dann kann ich das Umlarven nachher noch fertig machen. Du könntest mal den Honigraum so draufsetzen, dass sie da nicht reinkommen. Da ist zwar nicht viel drin, aber da gucken jetzt die Räuber auch. Ich habe noch einen Sammelbrutableger zu verschulen. Das müssen wir heute auf jeden Fall machen. Ja, wir können ja mal den Chat fragen. Ja? Wie lange haltet ihr im Chat noch aus? Ja? Die halten aus. Was passiert denn mit dem Sammelbrutableger 9 jetzt? Und mit der Königin? Oder hattest du das gerade schon gesagt? Jetzt will wer die Königin haben, oder was? Wo ist denn mein Raucher? Sie will die Königin 7 Tage eingesperrt lassen, 9 Tage eingesperrt lassen. Um zu testen, ja, ob die Nachschaffungszellen... Mach euch erst hier fertig. Ich glaube, also, wir haben alle Zeit. Normal könnte man die Königin wieder in das alte Volk zurücktun, dort die Nachschaffungszellen brechen. Dann könntest du tatsächlich jetzt mal für die letzten... Oder man macht einen Ableger mit Königin. Stoppen, wie lange ich brauche. Ich habe nämlich stoppen vergessen. Zu einem Pflegevolk. Ja, aber da muss er extra, was hast du gesagt, Gräfen. Genau, muss extra mach mal einen Gräfen fertig. 5 habe ich auch schon, 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir den Rest noch. Kann man ja auch abschalten und später sich das Ganze nochmal angucken und vorspulen oder gut. Wobei hier, wenn sie da vor 9 Tagen das Volk entweißelt hat in Gräfen, eigentlich müsste man sich drum kümmern. Ne? Nicht, dass dort das entweißelte Volk abschwärmt. Ne? Warum könnte das abschwärmen, Gerhard? Ja, die Bienen schlüpfen, keine Königin da, starkes Volk. Und dann kann es durchaus passieren, dass wenn Nachschaffungszellen schlüpfen, dann die sich nicht gegenseitig umbringen, sondern Jungfernschwärme entstehen. Da hast du, als wir am Hohenstein waren, hast du gesagt, das passiert nicht. Ja, richtig. Nee, Moment, das passiert nicht bei Ablegern mit Nachschaffungszellen. Ah, okay, ne? Okay. Aber bei einem Wirtschaftsvolk kann das durchaus passieren. Bei einem starken Wirtschaftsvolk. Wobei auch zu stark gebildete Ableger schon mal schwärmen können. Richtig, wenn es zu eng wird in der Kiste, ja? Nein. Nein. Generell. Nein. Wenn du 2 Brutbretter nimmst, dann schwärmt der und da ist noch ganz viel Platz in der Kiste. Tatsächlich, Gerhard. Wir sind bei Begattungsvölkchen 4er-Boten. Ne? Sind mir die sehr früh abgeschwärmt, weil ich zu spät umgehängt habe. Also da war eindeutig Platzmangel mit Schuld. Und das sind jetzt immer so Aussagen, die nie hundertprozentig gelten. Ja? Es gibt immer Ausnahmen. Also ich habe dieses Jahr schon 4 E-Mails gekriegt von Leuten, die Brutwabenableger gemacht haben und weil es so kalt war, nicht eine, sondern 2 Brutbretter reingehängt haben mit Bienen drauf, damit sie sich schön wärmen können. Und die haben alle gesagt, es sind Schwärmchen aus ihren Brutwabenablegern abgegangen in dem Moment, wo die Königinnen geschlüpft sind. Und das passiert regelmäßig. Deswegen sollt ihr die schwach bilden. Sonst besteht die Gefahr, dass sie schwärmen.
Regelmäßig. Die Bruderblicke. So, Pia hatte vorhin gesagt, dass hier so ein bisschen Räuberei gerade stattfindet. Ach, Suchflüge. Ja. Suchflüge. wir haben, ich sehe gerade, da im Auto steht auch noch eine Wabe. Oh vielleicht ja, siehst du? Auch einmal kurz wegpacken, ja. Um das hier nicht noch weiter zu fördern. Danke dir. Wir haben, das Auto offen stehen wir haben am Anfang den Fehler gemacht, dass wir hier Waben haben stehen lassen und dann gucken die natürlich. Also, das heißt, wenn irgendwie eine Wabe mal offen steht und die da dran gehen können, dann geben die den anderen Bescheid und sagen, soll genau. Hier schnell was holen? Genau. Ah ja. So, macht der Gerhard jetzt das Auto zu oder packt er die Wabe raus? Nee, er macht das Auto zu. Gut. Der Heinrich fragt nach der Terminüberschneidung am 28.05. Da ist nämlich zum einen Völkervermehrung im Team und auch Bienen live. Gut aufgepasst. Da könnt ihr live erleben, wie Pia sich klont. Puff. Steuerung C, Steuerung V. Ach echt? So geht das? Nee, klär doch mal auf, Martin. Ja, ich glaube, wir machen erst Völkervermehrung im Team und dann... live vom Bienenstand. Ja. Das heißt, wir können nicht wie letztes Mal bei Völkervermehrung im Team stundenlang rumquatschen, bis ich auf einmal Not habe, weil ich noch einkaufen muss. Nee, wir haben es umgekehrt. Wir haben erst hier zackig eine Stunde Ende. Ah. Und dann unendliches Quatschen bei Völkervermehrung im Team. Na gut. Bis wir einschlafen. Ich kaufe dir vorher was zu essen, Martin. Alles gut. Also erst YouTube Live, das heißt nicht am Sonntag, also nicht in 7 Tagen, sondern wir sind schon in 5 Tagen wieder hier. Schreibt es euch alle in euren Kalender, nicht, dass ihr am Sonntagabend da sitzt und genau, weil wir nämlich vermisst. Am Sonntag, am 30. welche Großveranstaltung haben? Da bist du auch dabei, Martin, da bist du auch. Ich brauch dich. Ohne dich kann ich nicht mehr leben. Ah, wir machen Referententag, ne? Nee. Oder? Nee? Steht nicht in unserem Kalender. Das hilf mir kurz. Faulbrot. Ah, stimmt, hattest du gerade ganz am Anfang schon gesagt. Ne? Jo. Ja. Oh, ich sehe den Dackel von Weitem. Das gefährliche Raubtier schleicht sich an. Ja. So, die Larven sind jetzt ganz trocken. Jetzt gucke ich mal. Was schimpft da? Mach mal einen noch und dann... Sind die jetzt zu trocken geworden? Oder? Nö, aber sie gehen dann irgendwann schwer aus der Zelle raus. Komm her. Ah, okay. Komm wenn her. Sie ihr Essen aufgegessen haben. Und dann nehme ich lieber eine neue Wabe. Aber vorher verschulen wir mal die anderen Zellen. Immerhin, die anderen sind alle zufrieden. So, Gerhard spielt lieber mit dem Hund als mit uns. Ja, sehr gut. Der war ja heute schon ganz mitteilsam, oder? Der Gerhard? Ja. Ja, aber natürlich. So, 1, 2, 3, 4, 5 fehlen mir noch. Wenn ihr die schon drin habt, dann muss das jetzt mal schön feucht. Nicht vertrocknen. Dann habe ich hier meine anderen. Ah, da sind noch die Näpfe. Ach, die Näpfe sind alle. Ach so. Hier, meine Näpfe sind. Oh! Ja, so macht man es nicht. Achso, es gab noch die Frage, ob du die Näpfe irgendwie vorbehandelst. Indem ich sie einmal in den Dreck werfe und dann wieder hochhebe. Nein, die sind einfach so, wie sie aus der Tüte sind. Und Tobias sagt, steht nicht auch noch Schwarmkontrolle an? Ja. Nicht, dass es da in der kommenden Woche zu Abtrünnigen kommt. Ja, ich will doch hier nächste Woche ein paar Schwärme einfangen, oder?
Nein, machen wir tatsächlich noch. Aber da dachte ich, das habt ihr schon ein paar Mal gesehen, das ist wahrscheinlich langweilig. Gucken wir gleich mal. So, noch zwei, dann haben wir das. Dann verschulen wir und dann gucken wir mal. Irgendwie tue ich mich echt schwer mit hellen Waben. Da kann man die nicht so gut sehen, ne? Genau. Dunkle sind irgendwie besser. So, mein Töpfchen. Die schön sauber halten immer. Hallo, lass mal den Teckel nicht stechen. Komm her. Ja, na du. Hier. Da. Oh ja, den Martin, den Marker. Oh, was ist jetzt? Er ist ins Wasser gesprungen. Och, der arme Kerl. Bricht er sich noch die Knochen. So. Ah, Ableckungsmanöver hier. Weg da. So. Der ist noch dicht, dann verschulen wir mal flugs. Hier müssen wir verschulen. Da ist meine Brennnesselmarkierung drauf, die sagt, dass hier was zu tun ist. Wo haben wir es? Hier haben wir es. Ist das nicht schön? Nicht schlecht. Da, eine nicht. Haben sie da fressen sie eine gerade auf. Der ist also irgendwas passiert. Hast du die angedötscht? Nö, ja. Haben sie gar nicht. Guck, ich hatte die angedötscht. Jetzt sah es so plupp, jetzt ist die Königin reingefallen. Gut, eine weniger. Gut, zwei fehlen. Die anderen sind okay. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt wird verschult. Paar wenige Verschulkäfige. Pia schnappt mit dem Verschulkäfig ein paar Bienen, schwupp, runterschütteln und draufstecken. Die sind auch nicht geputzt seit dem letzten Jahr. Irgendwie habe ich niemanden, der mir mal die Verschulkäfige putzt. Mit der Zahnbürste. Genau. Ist das schlimm, wenn da ein Drohnen mit drin ist? Würde ich versuchen zu vermeiden, weil der ja nichts arbeitet. Der steht bloß dumm im Weg. Naja. Ich habe das nämlich letzte Tage viel zu spät abends gemacht und habe irgendwie meine Kopflampe nicht gefunden und habe einfach so auf gut Glück irgendwas reingeschaufelt, ja, ein paar, ja, Regenwürmer, genau. Oder so. Nee, also da waren dann auch ein paar Drohnen bei. Und, stören ja nicht, solange du noch genug andere Bienen dabei hast. Ja, teilweise war es dann auch ein bisschen sehr voll. Ach so, Quetsch. Ja, aber ach, ich glaube, es hat funktioniert. Also zumindest waren Königinnen drin. Gut, dann passt ja alles. So, Gerhard macht Pause.
Bestimmt macht er seine gesetzlich vorgeschriebene Pause. Echt? Bestimmt ist er mal in eine Büsche mit dem Tackle. Ah. Oder sitzt im Auto und schläft. Das bringt er auch für dich. So, schaut eigentlich noch jemand zu oder sind schon alle... Nur noch 907. Cool. Willst du mal hier von hinten filmen, dass du siehst, was ich hier treibe? Oder? Ja, wir probieren es mal von hier. Ah, guck mal, ja, stimmt. Von hier kann man viel schöner diese Ansammlung hier sehen. Der Smoker raucht mich hier zu. Hm? Oh ja, tu ihn weg. Ich versuche mit den Fingern immer rundherum die Bienen ein bisschen wegzudrücken, damit ich keiner Biene beim Reinsetzen des Verschulkäfigs, da sind ja viel mehr hier, die Füße einquetsche. Das mag ich dann auch nicht. Auch wenn zwar eine Biene ist keine Biene, aber... Du meinst zwischen dem durchsichtigen zwischen Käfig dem Rand, und dem gelben genau. Da kann es nämlich sein, dass man hier Bienen die Füße einquetscht. Man könnte sie jetzt irgendwie runterbürsteln, aber da bin ich schon wieder zu faul dazu. Weil man sollte den nicht abschütteln, ne? Diesen... Nee, genau. Beim Abschütteln kriegen die Königinnen alle einen Dachschaden. Wie viele Begleitbienen kommen da jetzt rein? Circa ungefähr so. 3 bis 5? Ja, irgend sowas. Nee, es müssen genau 4 sein, damit die Skat spielen können, oder? Wie war das? Keine Ahnung, ich spiele kein Skat. Stefan schreibt, da kommen die Königinnen schon begattet aus dem Käfig, wenn man einen Drohnen mit einsperrt. Ach so, ja, das klappt ja leider nicht. Das hat man ja versucht alles. Da gab es schöne Versuche in Windtunneln, wo man versucht hat, eben Königin plus die gewünschten Männer dazu. Und da läuft aber nichts. Die müssen tatsächlich freien Flug haben, sonst machen sie nicht mit. Ach, guck mal hier, aber wenn ihr gerade alle hier vorsitzt und nichts zu tun habt, dann könnt ihr den Daumen nach oben drücken. Das wäre doch mal was. Schuppel, 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 pup, 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 pup. Und truff. Könnte man natürlich schon wieder einen Test machen. Mal ein paar Käfige mit Jungs und ein paar Käfige ohne Jungs. Nee, das muss ja nicht sein. So als Erkenntnisgewinn. Und ohne Begleitbienen geht nicht? Ohne Begleitbienen geht auch. Die Königin kann ja ganz alleine schlüpfen und kann dann ganz alleine zum Rand an die Löcher gehen und dort gefüttert werden. Aber... Sollen wir das jetzt auflösen? Eine Hausaufgabe. Eine Hausaufgabe. Oh ja, die letzte habe ich schon, glaube ich, verschickt, die Belohnung, die so schön gelöst worden ist. Oh also, ja. Dann machen wir das als Hausaufgabe. Warum, schreibt es hier bei uns in die Kommentare da unten, warum sollte man ein paar Begleitbienen mit in den Verschulkäfig packen, wenn man hier so Völkervermehrung macht? Es gibt so einen ganz spitzen Grund, ne? Also es, ja. Sonst... Einen ja. richtig sinnvollen... Genau. Und alles andere ist zwar gut gemeint, aber stimmt nicht so ganz. Aber nicht, dass du wieder die Hälfte verrätst, Martin, dann. Nein, naja, wenn es irgendwie nach einer halben Woche nicht beantwortet ist, dann... Dann verrätst du es. Nein, dann verrate ich das nicht, sondern gebe Hinweise. Ah, okay. Wobei, dass der gleiche Hinweis wird wie das letzte Mal auch. Ja, Ach so, okay. So, vorsichtig das? Wenden. Ich könnte statt des Hinweises auch einfach das Holzbrettchen nochmal in die Kamera genau, halten. Ja. Füße raus, Füße. Oh, sind sie nicht schön, wie sie in der Abendsonne im Käfig sitzen. Könntet ihr mal ein bisschen hier wegtreten, ihr Würstels?
So, Gerhard ist wieder da. Hast du deine Pause beendet? War Pause. Ich habe mich um den Hund kümmern müssen. Der ist in Panik geraten. Oh. Na, und dann ist er ja in den Bach da gestürzt. Und jetzt habe ich ihn. Dann habt ihr gehört, Auto habe ich angemacht, weil ich die Scheiben hochfahren musste. Weil die Bienen suchen nach ihm. Nein, die suchen. Und gejammert hat er. Also, aber dem Hund, ich bin schon fertig. Dem Hund geht's gut, ja? Ja, jetzt geht's ihm wieder. Wir haben ihn abgeputzt und abgerieben. So, und guck mal, Gerhard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28. So, jetzt will ich auch mal gelobt werden. Ja, das sind 90%. Ne? Ich schaffe nur 80. Sehr gut. So, die kommen jetzt wieder da rein, dann dürfen die da drin schlüpfen und... Der wievielte Tag nach dem Umlaufen ist das denn jetzt? Wir oder? Haben den am... hier habe ich tatsächlich noch eine Weißelprobe rein, weil ich es ein bisschen verzögern wollte für heute. Das ist der 8. oder 9. Tag nach dem Umlaufen. Aber es geht rein theoretisch auch an jedem anderen Tag. Bloß kurz vorher ist, bevor sie schlüpfen, ist am sinnvollsten, weil dann die Zellen die ganze Zeit von solchen Trauben besser umsorgt sind und weil dann die Begleitbienen auf jeden Fall, wenn die Königin schlüpft, topfit sind und dann genau das tun können, was die Hausaufgabe ist. Gerhard nicht verraten. Er hat gar nicht mitgekriegt, dass wir letztes Mal eine Hausaufgabe hatten. Ach, guck, hier war ein Drohnen, der es ein bisschen gut gemeint hat, aber der hat es jetzt hinter sich hier. Der lag hier tot irgendwie. Ui. Oh, da geht nichts mehr. Aber ich habe gerade da vorne, das müssen wir noch machen. Und zwar habt ihr ja gerade mit dem Gerhard dieses Popelvölkchen da, die zwei angeguckt, die erst frisch gebildet sind. Popelvölkchen. Kann ich mal hier bitte, Gerhard, kann mal die Frau Doktor da hin? Ja. Und komm mal schnell mal hier mitgucken. Und zwar... begleiten wir jetzt ja unsere Jungvölker mal so übers Jahr, damit ihr auch seht, vielleicht als Vergleich, wie es bei euch zu Hause aussieht, dass ihr beruhigt seid. Deswegen sind hier diese Erinnerungsgrashalme drauf. Und jetzt müsstest du tatsächlich auch mal von der Seite dann gucken. Wir bonitieren mal eben dieses Völkchen. Das ist jetzt eins, was am 16.04. gebildet worden ist, aus einer Brutwabe mit ansetzend etwa 1.500 Bienen. Das sind 1,5 Honiggläser voll, also noch nicht mal beide Wabenseiten voll mit Bienen. Die haben eine Königin aufgezogen, die ist begattet zurückgekommen am 12.05. Und jetzt sehen wir, wie also etwa eine Woche nach Begattung der Königin so ein Brutwabenablegerchen aussieht. Die äußerste Wabe ist die Futterwabe. Da haben wir wie viel Achtel Bienen? Nicht übertreiben, Gerhard. Ein Achtel. Brille aufsetzen. Das ist höchstens... Immer noch ein Achtel. Nein. Nein, beide zusammen ein Achtel. Ah, na Gott sei Dank. Gerhard übertreibt immer. Bei dem sind die Bienen immer so. So, also ein Achtel. Ja. Jetzt guck mal hier nochmal, bitte. Ja, ein Achtel. Nee. Mit. Zeig die andere Seite. Also in der Summe, wenn man die alle rüberschiebt, sind das 2,5. 2 und mit dem sind es 3. Na gut, meinetwegen. Also dann hätten wir jetzt 4/8 Bienen. Dann haben wir die Mittelwand, die am 16. reinkam, die jetzt einigermaßen ausgebaut und wunderschön mit Brut belegt ist. Hier ist alles voller Larven, sehe ich. Wunderbar. Sieht man Leute, ganz kurz, wir müssen eben scharf stellen und jetzt sehen wir auch Larven. Eier, auch alles bis zum Rand, jo. Ja, da, ach, da sind die Eier. Sehr schön. Und Männer als Ammen. So, und nochmal Gerhard, Bienen? 3. Ah, ich sortiere mal die Jungs raus und dann gucken wir mal, ob es 3 sind. 3. Pflückst du jetzt eins in die Drohne? Ja, weil der Gerhard 3 sagt, es sind keine 3. Da ist alles voll mit Kerle also hier. Also mehr als 2. Moment, dreh doch mal die Wabe um. Ich frage die halt Seite anders. Hier. So, halt da, anders. Jetzt so. Jetzt sind nur noch 2. 2, bitteschön. So, andere Seite. Das sind viele, das sind 6. Das sind 6. Also haben wir jetzt 6, 7, 8 plus... Vielleicht nochmal einmal die 6 hier, dann kann man nochmal... 7, 8, 9, 10, 12 Achtel Bienen. Jetzt sind wir schon bei der letzten Wabe.
Und da gucken wir erstmal an die Wand. Gerhard, nicht übertreiben. Mit den Bienen, die 1000 sind, 2. Okay, meinetwegen. Also dann sind wir bei 14 und jetzt noch diese Wabenseite. Da ist ja, Madame, die Verunstaltete. Und ganz viele Kerle hier, unheimlich viele nutzlose. Also 5. Pass auf. Na, guck mal, das sind höchstens 4 die Bienen. Da ist alles voll Männer. Wir haben ganz viel Mut hier. Ja, wunderschön, gell? Da sind die ersten Verdeckelten da. Also dann wären wir jetzt bei, oh Gott, bei was sind wir denn? 12, 14 waren wir gerade, oder? 14, 5, 6, 17, 18, wenn es hochkommt. Und das nochmal, da sind es jetzt weniger Männer. 6 die Bienen, ja. Dann sind es 24. 24 Achtel Bienen. Ist die Königin noch mal drauf? Mal 125, Gerhard. Ist die Königin noch drauf? 24 mal 125, 8, 16, 14, 3000 Bienen. Ja. Das sind sogar etwas weniger, als wir Brutzellen reingetan haben. Das heißt, am 16.04. war so und so viel Brut und ein paar Bienen. Die erwachsenen Bienen sind alle schon verschwunden. Dann müsste das Volk nämlich stärker sein. Und es ist sogar ein Teil der Bienen, die am 16.04. als Brut reingehängt worden sind, schon geschlüpft und wieder gestorben. Und deswegen stimmt das, wenn man das immer wieder nachprüft, was der Herr Doktor hier mal rausgefunden hat und wo alle am Anfang dachten, Vorsicht, er spinnt da. Vorsicht, die wechselt gerade an ja, der Stirnseite ja. Der Wabe die Nicht ablenken, Gerhard, der rausgekriegt hat, dass Bienen nicht 6 Wochen alt werden, sondern im Sommer 2 Wochen alt. Und das sieht man jetzt hier schon wieder bestätigt. Also die Aussage heißt im Sommer 2 bis 3 Wochen, eher 2 Wochen als 3 Wochen. So, ich monitiere mal noch schnell die Brut. Die sieht man jetzt nicht gut, weil ich es nicht abschüttle. Hierum, darum, alles voll bis zum Pollenkranz hier außen. Das sind 4 und auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich genauso. Ah, hier sind bis zum Rand, bis hier zur Kante Larven, Eier. Nochmal mindestens 4, sind also 8. Und dann haben wir ja nur noch eine zweite Wabe. Da ist bis... Oh, wunderschön, das musst du dir mal angucken. Oh, Rums. Hier, dieser ganze Bereich, das ist alles voll mit Eiern und Larven. Bis ganz unten, wo die Zelle noch nicht mal richtig ausgezogen ist, sind schon Eier drin. Also mindestens 6 Achtel auf dieser Wabenseite Brut. Das wären dann 6 plus 8 macht... 14. 14. Und auf der anderen Seite sieht es wahrscheinlich genauso aus. Siehst du die? Ja, also man kann am unteren Rand sehen. Hier ist es auch bis unten hin die Eier. Also das sind nochmal 5. 19. 19 Achtel Brut. Hier haben wir also aktuell 3000 Bienen, die sich um 19 mal 400. Das sind 20 mal 400 wären 8000. Also 7600. Also 3000 Bienen, die sich um 7600 Brutzellen kümmern. Und also, die 3000 Bienen kümmern sich ja nicht alle um die Brutzellen, sondern die Hälfte macht was anders. Es kümmern sich also aktuell 1500 Bienen wahrscheinlich ungefähr um 7500 Brutzellen. Das ist eine Brut-Bienen-Relation von 1 zu 5. 1 zu 5. Was die alles können. Hast du den schon mit Oxalsäure? Und das ist? Ja. Das wäre jetzt auch zu spät. Weil selbst wenn nur offene Brut ist, die Oxalsäure wirkt schlechter, wenn Völker in offene Brut haben. Oh, sind sie nicht schön. Ja, so. Die Ursachen sind noch unbekannt. Aber offene Brut mindert die Wirkung von Oxalsäure, egal wie man es macht. Jetzt würde ich wahrscheinlich liegt es daran, dass es dann einfach zu warm ist im Brutnestbereich. Ein Ding einfach weitermachen. Ein Dings noch belarven und dann muss ich tatsächlich Schwarm oder soll man erst Schwarmkontrolle machen? Was seid ihr immer noch weiter? Ne? Der Gerhard hat die Schnauze voll. Ich gehe wieder nach dem Hund gucken, ne? Weil du musst jetzt kommentieren, wie der braucht psychische Betreuung. Du bleib mal kurz hier, junger Mann. Ich mach mal eben hier noch. Du machst Räuberei. Für die, die. Ja, der ist den ganzen Tag am Meckern, oder? Ist der den ganzen Tag am Meckern, der Mann? Fällt euch das auf? Nur am Meckern?
Nicht den ganzen Tag. Das habe ich doch, du hast ihn ja erst 2 Stunden erlebt. Ich okay. Hab das schon länger. So, ich packe jetzt die Waben weg. Ich räume halt mal ein bisschen auf hier. Ne? Da sind sie auch dran am Suchen. Oh, und jetzt weiß ich auch, warum wir Räuberei haben. Ja, was denn? Warum denn? Weil da eine Wabe davor stand. Oh. Siehst du, immer wenn wer am Volk ist. So, kurz gucken. Ich habe noch was gesehen. Ne. Gerhard, was hast du noch gesehen? Über der Wiese sind sehr viele Mauersegler. Und hier sind keine. Sag mal, ja. Über der Wiese sind sehr viele Mauersegler und hier sind keine. Und was bedeutet das? Weiß ich, würde ich gerne wissen. Achso. Warum da die Bienen kommen denen in die Quere. Na, wollt ihr dann auch Schwarmkontrolle? Ja, ich glaube, Pia macht Schwarmkontrolle. Na gut. Ich guck mal nach den Mauerseglern. Ja. Drohnenrahmen noch nicht. Keine Schwarmlust. Also fertig. Also fertig. Und ein Beckenschlag. Entschuldigung. So. Alles, was fertig ist, kriegt einen Deckel drauf. Hier hat der Gerhard nicht aufgeräumt vorhin, oder? Nee, da haben wir, glaube ich, gar nicht reingeguckt. War da irgendwas zu sehen, oder? Ich dachte, er hätte da... er hat hier geguckt. Genau. Gut. Habe ich in meinen... da hinten ist bestimmt wieder das schwarmlustige Böse. Ich habe schon gar keine Lust, da kann der Gerhard... Dann mache ich gerne. Dann machst du mal deinen eigenen Raucher an. Wieso soll ich meinen Raucher anmachen? Weil ich den brauche für den Rest der Schwarmkontrollen. Ich mache 20 Völker, während du eins durchschüttelst. Hier, Drohnenrahmen, nicht schneidereif, noch nicht. Gut, dann mach ich den Raucher an. Schön ausgebaut. Ist tatsächlich, da ist kein einziger, da hinten ist so ein richtiger... Keine Schwarmlust. Wie sagt man? Schwarm? Mauersegler? Da ist eine schöne Brutwabe. Ich will aber nicht extra. Wenn es erstmal auf dem Weg steht, dann sieht man es besser. Wenn ich eine schöne Brutwabe sehe, dann will ich immer gleich einen Ableger machen. Oh, das Problem hatte ich heute auch schon. Das muss ja einen Grund haben. Na, das sind sie jetzt. Gell? Habe ich entschieden, okay, kein Ableger, weil es geht zu live an Pias Bienenstand. Ach so. Also die ganze Zeit habe ich geguckt. Jetzt gleich herwandern können. Da sind die von hinten so, da sind die von dort gekommen. Pass auf, die ziehen so rum. Oh, müssen wir noch kurz sagen, dass es in Bochum ein Faulbrutsperrbezirk... Ja, kann man, wenn hier Bochumer sind, Drohnenrahmen ausgebaut, immer mal in den Ecken kontrollieren, da sind gern Schwarmzellen. Was? Nein, keine Schwarmzellen, auch hier, Spielnapf. Oh, da sind so schöne Brutwaben, guck dir mal die, sieht man das? Ja, das von Bienen. Ja, da würde ich direkt einen Ableger machen. Noch nicht die werden ja untersucht, wenn sie nach Hause kommen, ne? Und ihre So, ich schalte den Gerhard jetzt kurz stumm hier. Ja, der brabbelt hier. Von Mauerseglern. Ja, ich weiß auch nicht, seit wann interessiert er sich für Vögel? Guck mal, diese schöne Brutwabe. Und weißt du, was es für eine ist? Was haben wir vor 3 Wochen, als wir hier den Sammelbrutableger aus geschröpften Brutbrettern zusammengestellt haben, gesagt? Da haben wir... In 3 Wochen? Genau, jeweils eine Wabe geschröpft und dafür eine Mittelwand reingehängt und prognostiziert, dass sich die Völker in dem Zustand, in dem sie aktuell trotz Kälte sind, nämlich in einem hervorragenden, sofort auf die Mittelwand stürzen, sie ausbauen, die Königin sie bestiftet und 3 Wochen später, dass die nächste super-duper Wabe ist, die man schröpfen kann. Und das sind 2 Spielnäpfe, die man schröpfen kann, um den nächsten Sammelbrutableger. Wundervoll! Hä? Oh, da müssen wir jetzt einen Sammelbruder. Na, da machen wir, füllen hier noch den Viererboden. Ah, man kann nie genug Ableger. So, Königin sollte nicht drauf sein.
Ich sehe sie nicht, aber wir bräuchten noch ein paar Bienen und vor allem muss ich die jetzt mal hochstellen, weil der Viererboden von unten keine Luft kriegt, wenn ich den befülle. Der hat ja leider keine Abstandhalter da unten. Kuckuck. So, jetzt brauchen wir hier noch ein paar mehr Bienen. Oh, und die anderen Bienen hauen alle ab. Deswegen machen wir das so. Ha, Madame. Ich habe genau gerochen, dass sie da drauf ist. So, eine Mittelwand, eine Futterwabe. Oh, hier sieht man auch noch was Schönes. Ich hatte so eine Charge Rähmchen, die hier immer kaputt gegangen sind. Das ist natürlich. Die werden jetzt auch aufgebraucht werden. Ja, die werden jetzt aufgebraucht, aber das ist tatsächlich etwas nervtötend, diese. Ach, so schön. Komm her. So, das ist unser Sammelbrutableger. Haben wir den schon belarvt? Ja, den haben wir schon. Oh, sollen wir mal kurz gucken? Nein! Ja, mal kurz gucken. Oh, man kann ja unendlich spielen hier. Oh, guck mal, wie sie schon dranhängen und sagen, oh, lecker! Also eine ist nicht angenommen, die wurde ausgeräumt. Glaubst du? Und die zweite von links. Wurde nicht angenommen? Ja. Die da? Ja. Da liegt noch was drin. Das ist gerade beim Ausräumen. Also auf jeden Fall hing da keine Bienen drauf. Ja. Der hat, macht ein Ableckungsmanöver. Ja, wo ja. Soll ich denn jetzt Schwarmkontrolle machen? Hier, ich gucke erst mal, ob sie... Kannst du noch mal einen Deckel hierfür suchen? Deckel suchen? Da ist doch eine Blechhaube, meinst du? Und die ist belegt. Hier sind noch Deckel. Kannst du einen Deckel dafür suchen oder nicht? Ich weiß ja, gar nicht, danke. Was du meinst. Hier danke. Oh, danke, gefunden. Aha, und du hast Glück, sie sind nicht in Schwarmlust. Ah. Wer hat Glück? Du hast Glück. Ach, den hätte ich untersuchen sollen? Ja. Warum mache ich den Raucher an? Weil ich dachte, die sind die dritte Woche. Oh, guck mal, Martin, diese Brutbretter. Oh, hier ja, das, da. Das, nee, das helle. Da, das, so, helle, ach, das da. Helle. Ah, warte. Dann. Da, oh. Na gut, das ist ein... Ja. Von unten sieht es aus wie ein Brutbrett. Oh. Die sind doch schön, oder? Auf jeden Fall. Mal etwas mehr Begeisterung. So, Gerhard hat Glück. Also ich brauche keinen. Ich kann den Raucher wieder zurücktun. Ja, warte mal, vielleicht haben wir da gleich noch ein Böses, wo du dran darfst. Böses? Du hast immer noch nicht. Üb doch mal ein bisschen Kooperation und tu mal als erstes den Blechdeckel da auf das Volk. Gerade war er im Weg. Ja, aber es ist echt schwierig mit dem Herrn. So, siehst du nicht mehr von da hinten? Ja, ich warte ja noch, bis du hier rumgerödelt hast. Genau. Wobei du eigentlich besser standst gerade, stelle ich fest, weil man von vorne die Sonne in die Zagen hat. Dann sieht man natürlich besser. Hier, ah, guck mal, was machen wir mit dem Drohnenrahmen? Schneiden. Jawohl, und ansonsten keine Schwarmlust. Also nur den Drohnenrahmen. Gerhard, magst du mal bitte den Männer-Todeseimer öffnen und reinspringen? Nein. Ja. Wo ist der denn? Ja, guck doch mal, wo der ist. Du erkennst den doch, du hast den doch gerade im Auto gehabt. Sie hat Eimer gesagt.
Ja. Nicht Behälter. Bottich. Hat es einer gesagt. Oh, guck mal, die könnten wir schröpfen. Oh. Ich muss jetzt mal aufhören mit dieser ganzen Jungvolkmacherei hier. So, wir wollten eigentlich den Drohnenrahmen. So, hier. Sehr schön. Und wie viel Achtel sind es, Gerhard? 7,5 auf jeder Seite. Gut, das muss man gleich noch aufschreiben. Schwuppdiwupp. Du musst jetzt die ganze Reihe noch machen. Du kannst ja mal zählen. Sekunden. Wir suchen ein böses. Gerhard braucht genauere Anweisungen, glaube ich. Ja. Gibt es noch interessante Fragen? Die Frage hatten wir beim letzten Mal schon, und zwar, wo man sich für eine Trachtnetwaage bewerben kann. Oh, da muss man also das letzte Video anschauen. Oh, da ist sogar was. Gerhard, du könntest mal hier in den Honigraum gucken, spaßeshalber. Ja. Ich mach mal hier fertig. Was soll ich da machen? Da mal in den Honigraum gucken. Gerhard, lass mich mal Honig probieren. Genau. Und ich glaube, Lauras Knochen klappern auch schon. Oh. Alles gut. So am Verhungern. Das sind 6 volle Honigwaben-Äquivalente. Ne, es sind nur 5. Was heißt Äquivalent? Es gab einmal die Frage, warum ihr einen Abspeckgitter benutzt. Ob das nur für den Sortenhonig ist. Aber der Grund ist... Für welchen Honig? Sortenhonig. Nein, generell. Für jeden Honig. Und warum? Ja, damit man es leichter hat bei der Honigernte. Und dass man stressfrei Honig ernten kann mit Bienenflucht. Die keine Honigwaben abfegen muss. Man schiebt einfach eine Bienenflucht rein, muss allerdings zweimal kommen. Einmal, um die Bienenflucht reinzuschieben und am nächsten Tag, um den Honigraum bienenfrei abzunehmen. Und wenn Brutwaben drin sind? Es sind keine Brutwaben drin. Nee, aber wenn da welche drin wären, dann funktioniert die Bienenflucht nicht. Ja, nee, und dann du kannst doch nicht die Brut miternten. Nee. So, Gerhard, darf ich jetzt Honig probieren? Mit oder ohne Rauch? Oh ja, da gab es auch Diskussionen. Wir würden so viel Rauch im Honigraum benutzen. Ach ja. Noch wird ja nicht geerntet. Solche schönen Brutwaben. So, ich sehe nichts. Ich vermute, da ist Honig drin. Gehen nach weiter nach oben. So, und jetzt willst du dich... mager hier. Das ist mager. Sachte. Du musst es anders machen. Schau, wie ich das mache. Nur mal zur Beruhigung der Leute, weil ich ja dauernd, wir dauernd Anfragen kriegen, warum die nicht in den Honigraum gehen. Es ist halt recht kühl. Und dann fliegen sie halt nicht. Ey, die sind aber echt brav alle. Das liegt an unserer Anwesenheit. Bis jetzt nicht. Keiner in Schwarmlust. Selbst der Böse da vorne. Hat sich bei den Bienen umgesprochen. Dass sonst der Gerhard kommt. Nur ein Volk hat es kapiert. Passt auf. Oh, guck mal, die sind ein bisschen fickriger hier. Oh, und der Drohnenrahmen. Oh. Die sind ein bisschen unruhiger.
Sag ich ja. In Schwarmstimmung? Die Bösen kommen noch. Ja, Pia. Ist das nicht schön? Soll ich noch mal sagen, heimlich geschiedet? Genau. Hol ich alle raus vorher immer. Ah, guck, er ist gar nicht so toll, der Drohnenrahmen. Aber wenn wir schon da sind. Weil nicht so viel verdeckelt ist, oder? Ja, ich hätte von unten sah er besser aus, also reifer. Aber dafür. Ey, das ist wirklich, mir bleibt die Puste weg. Ich habe die Mondlandung miterlebt und kann mich nicht erinnern, jemals ein solch beschissenes Frühjahr erlebt zu haben. Und trotzdem stehen die Völker da grandios. Die allermeisten sehen echt gut aus und dass im Honigraum halt wenig ist an diesem Standort. Wir haben ja andere, da hat der Gerhard schon den dritten Honigraum drauf. Ja, aber noch nicht angenommen, also... Okay, aber zwei sind einigermaßen voll. Seit einer Woche Honig ist auch dort nicht mehr. Und zwar nicht, weil nichts blüht, sondern weil es jeden Tag regnet. Ja. Oder geregnet hat. Ab heute geht's rund. Hoffen wir's. Ja, jetzt ist der erste schöne Tag hier wieder. Und da musst du vielleicht nochmal Martin erklären, wie schön das Ganze hier geht. Mit mal eben Drohnenrahmen kontrollieren. Was ist damit los? Weiß ich nicht. Ah, den muss ich noch belarven. Hier mein Sammelbrutableger. Dass man so schön Schwarmkontrolle machen kann. Hier mal wieder völlig sinnlos gucken, wie der Sammelbrutableger aussieht. Oh, da ist ein geknacktes Rähmchen. Da ist ein kaputtes Rähmchen. Das habe ich extra rausgesucht aus dem Wirtschaftsvolk, weil mich das nervt. Da ist das Ohr abgebrochen. Und dann kann ich es ja drei Wochen nach Sammelbrutablegerbildung ist ja hier nirgends mehr Brut drauf und da kann ich den Mist wegschmeißen. Aber schön, ha? Ha? Sehr gut. Es geht. Oh, es geht. Vorhin war es ihm zu stark, jetzt ist es ihm zu popelig. Ja, das ist ja halt der Maßstab. Ich dachte, die werden alle so, ne? Das Problem ist, dass es von mir ist. Ah, hier übrigens. Wenn man ja so fürchterlich viele Brutwabenableger macht, dann hat man ein Kistenproblem und das Kistenproblem kann man hier, sieht man das? Ja, du brauchst ein, wie heißt das? Begattungskästchen. Genau, ich brauche Begattungskästchen. Du hast es verstanden, wie das geht. Nix da, ganze Kinderspielerei da. Einfach in jeweils eine Brutwabe, eine Futterwabe und 1000 Bienen in einen Viererboden. 1, 2, 3, 4 Ableger. Aber Achtung, Suchtgefahr. Wenn man auf die Art und Weise Platz für ganz viele Ableger hat, dann muss man ja später, wenn die Königinnen tatsächlich vom Hochzeitsflug zurück sind, auch Platz für eine entsprechende Anzahl Jungvölker haben. Also Kisten kaufen, Kisten kaufen. Guck mal, hier habe ich extra drauf gemalt. Wenn die jetzt in Schwarmlust sind, dann kriegt der Gerhard die. Oder kriegt der Gerhard die gleich? Was? Zur Kontrolle. Warum? Weil die ein bisschen zickig sind. Keine Schwarmlust. Oh, guck, den Drohnenrahmen haben sie aber nicht so richtig. Guck mal genauer, ob sie wirklich nicht in Schwarmlust sind. Ach so, ich soll das machen. So, ich hab sie los. Er will ja die Bösen immer haben. Er findet ja nur, böse Menschen werden gestochen. Entschuldigung. Das Volk riecht komisch. Was? Es riecht komisch. Es naja, riecht? Das heißt komisch. Das hat halt ein anderes Aroma als seine anderen Bienenvölker hier. Das ist das Agroaroma. Da hatte tatsächlich jemand im Chat die Frage, wie es sein kann, dass der Honigraum nach totem Tier riecht. Hui! Und er hat alle Waben kontrolliert und da war nichts Auffälliges drauf. Ui! Nach was? Nach totem Tier. Totem Tier. Ja, wobei totes Tier ist ja jetzt nicht so ein festgelegt. Ja, okay, ja. Ja, schon, Leiche halt irgendwie. Maus unterm Wohnzimmertisch. Das habe ich noch nie gehabt. Und man darf auch nicht, dass die Leute jetzt auf die Idee kommen, du hast Faulbrut bei mir gerochen. Die sind alle untersucht und ach waren. So, nee, das roch eher nach Zitrone. Nach Zitrone? Ja, also so sehr zitronig. Aha. Und Faulbrut riecht anders. Das,
Ja, ich rieche gar nichts mit Faulbrut, aber guck, die sind auch ein bisschen zögerlich hier mit ihrem Drohnenrahmen. Also ein schwächer ausgewintertes Volk. So, sieht man das? So, jetzt. Die haben seit einer Woche den Drohnenrahmen, da haben wir ihn geschnitten vor einer Woche. Ich glaube, hier sogar im Kurs. Und geht halt ein bisschen langsamer bei den etwas schwächeren Völkern. Aber wir haben, glaube ich, auch schon besprochen, dass wir die anders erweitern. Zweiter Brutraum untergesetzt. Und dadurch werden sie ungefähr gleich viel Honig bringen wie die deutlich stärkeren Völker. So, wie viel habe ich denn jetzt hier eigentlich? 13 oder 14 oder 20? Oder muss ich ja gleich mal protokollieren hier? Paulchen fragt, wie sicher die Kippkontrolle bei dir ist. Ich glaube, du hattest mal gesagt, über 95%. Ja. Also wir haben in den letzten Jahren, bestimmt die letzten 15 Jahre, keine Schwärme verloren. Ha, guck mal hier wieder die geschröpfte Brutwabe ersetzt durch die Mittelwand. Boah. Sehr schön. So, Gerhard hat es wieder zusammengebaut, also keine besonderen Vorkommnisse wahrscheinlich. Ich baue es zusammen. Ist noch nicht ganz fertig. Okay. Habe ich jetzt die Frage beantwortet oder sie übergangen? Doch, ja. Entschuldige. Stefan sorgt sich, ob sich eine Varroa-Milbe, ob man eine Varroa-Milbe züchtet, die hauptsächlich in Arbeiterinnenlarven brütet, wenn wir ständig die Drohnenwaben entfernen. Nein. Nein. Das ist untersucht. Nicht. Das wurde auch von Wissenschaftlern ganz am Anfang befürchtet, dass man Bienen züchtet, die lieber in die Arbeiterinnenbrut gehen, als in die Drohnenbrut, wo man die Drohnenmilben, ja, und so weiter. Dass hat man sich, Milben züchtet, die lieber in die Arbeit, ja. 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 Hat sich dann als falsche Hypothese herausgestellt. Mhm. Dazu gab es letztens einen ganz hervorragenden Vortrag zum Thema Pheromone, kostenfrei, für alle, die es mitgekriegt haben. Und da habe ich darüber was erzählt. Sie, Ihre Lieblingsbeschäftigung ist Brutbretter zeigen. Ja. Oha, dann muss irgendeiner mal einen Supercut machen und jede Szene, wo Pia ein Brutbrett stolz in die Kamera hält, ja. Zusammen. Oh, die sind so schön. Und das, alle Brutbretter werden bei uns ohne Sheet produziert. Wir machen halt eine Anti-Sheet. Wir haben halt unsere Bienen gezüchtet, dass die ohne Sheet auskommen. Dass die nämlich gelernt haben, wie sie wärmen müssen. Jetzt muss so. Ich natürlich hier wieder die Transparenz-Info machen. Das wissen alle Bienen. Ja. Die muss man nicht extra so züchten. Genau. Oder, Pia? Einfach mal ein bisschen mehr Vertrauen in die Lebewesen um uns herum. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, sondern wenn man mal anfängt, tatsächlich in gerade so was Komplexes wie so ein Sozialstaat Honigbiene. Jetzt hast du den Puschel weggeschmissen. Oh, weggeschmissen und draufgetreten. Nee, hier, da in der Brennnessel hängt er da unten. Da war eine Biene dran. Ja, ich halte ihn so lange fest. Ah, danke. Wenn die Frau Aumeier wieder die ganze Technik ruiniert, gell? Ach. Ein Glück, dass ich den Martin hab. Jetzt ist nicht mehr so windig, dann geht's. Jo. Aus dem Konzept gebracht. Genau, ich war gerade in der philosophischen Endrunde. Und zwar kriegen ja viele Tiere viel selbst hin. Und gerade die Honigbienen werden zwar als Haustier geführt, seit wir die Varroa-Milbe haben, sind Honigbienen keine Wildtiere mehr. Und deswegen dürft ihr sie auch nicht einfach schwärmen lassen. Das ist ein klarer Verstoß gegen das Gesetz, weil man das wie ein Hund aussetzen an der Autobahnraststätte. Es wird leider nicht geahndet, muss ich sagen. Könnte man viel mehr ahnden. Oh, mein Raucher ist da. Was ist hier passiert? Und bringt er mich wieder aus dem Konzept. Schwarm wird nicht geahndet. Genau, dass der, wenn ihr den gehen lasst, viel kriegen die Bienen ja selber hin. Da muss man sich keine Sorgen machen, solange der Deckel auf der Kiste ist, passiert da gar nichts. Und die nutzen halt den Raum, den sie aktuell nicht brauchen, wärmen sie auch nicht. Also das ist, da müsst ihr euch keine Sorgen drüber machen. So, Gerhard hat irgendwas Interessantes entdeckt. Ja, das ist hier. Das Flugloch hier. Ja, der Gerhard hat entdeckt jetzt nach wie vielen Serien an diesem Stand. Das ist Flugloch hier. Dass das Flugloch hinten ist.
Und jetzt die Hausaufgabe, für den Gerhard. Wie ist es wohl zu dem Flugloch hinten gekommen? Kleiner Tipp, komm mal mit, Martin. Gerhard kann sich den kleinen Tipp für die Hausaufgabe auch angucken. Ob Sie es glauben können. Man besichtige diese Kiste. Was war das? Was haben wir da gerade angeguckt? Einen Viererboden. Genau. Und jetzt kann der Gerhard vielleicht die Hausaufgabe lösen. Ja, was, ja, wurde das als gesagt. Hausaufgabe gestellt? Für dich. Nein. Ja. Aber nur für dich. Auch nur für mich. Also Gerhard. Das Volk saß erst auf einem Viererboden. Oder zwei Völker vielleicht, ne? Und hatte das Flugloch. Und die hatten zwei Fluglöcher, eins auch nach hinten. Die hatten vier Fluglöcher, ja, mit vier Ablegern. Dann ist vielleicht, ich weiß es nicht mehr, eine Königin nicht zurückgekommen. Das passiert ja ab und zu. Eine von fünf kommt vom Hochzeitsflug nicht zurück. Dann ist der Vorteil, wenn ihr die im Viererboden sitzen habt, dass ihr einfach das Schied zum Nachbarabteil rauszieht. Dann laufen die Bienen zusammen. Dann habt ihr halt ein Jungvolk mit legender Königin auf vier Waben und zwei noch drin auf jeweils zwei Waben. Irgendwann muss man aber zwei von den dreien trotzdem raussetzen, weil sie ja wachsen. Und da habe ich offenbar, ich lasse immer in der Kiste sitzen, das Schwächste der zwei, drei oder vier Völker, die in so einem Viererboden sitzen, weil dem Schwächsten ja dann immer noch dazulaufen die Bienen, die am Zagenrand sitzen, die ich nicht mit rausgehobenen, umgesetzten Waben in eine neue Kiste setzen und wegtransportieren kann. Und es war offenbar das Schwächste, was zufällig das Loch nach hinten hatte. Und dann habe ich sie halt im Oktober umgesetzt auf einen normalen Gitterboden. Und ihr wisst, Frauen und Orientierung, ihr könnt da nicht einfach das Loch nach vorne machen, wenn sie bisher hinten hatten. Und so ist es jetzt halt geblieben. Es fällt mir jedes Mal auf, wenn ich dran vorbeigehe, dass ja das Flugloch da noch nach hinten ist, was insofern unpraktisch ist, dass man denen dann halt einfach immer im Weg steht. Aber die sind ja so friedlich. Das wirst du auch noch hinkriegen, Gerhard, oder? Mit den Frauen. Ja, ja. Oder kannst du jetzt nicht mehr schlafen, weil das Volk von hier drum steht? Ich überlege nur, dass man da einen Versuch machen könnte, ob die mehr oder weniger eintragen als die anderen. Ne? Weil sie Richtung Norden stehen. Die stehen ja früher auf. Ach so. So. Jetzt haben wir zweieinhalb Stunden Live-Kombi-Stand. Ja, aber wir haben Feierabend machen. Ja, ist Osten hier. Wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, dann scheinen vielleicht 6, die ersten Sonnenstrahlen 7, aufs Flugloch. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wir haben 18 Gerhard, kurz noch mal bitte Ruhe. Wir haben 18 Wirtschaftsvölker kontrolliert, haben vier, Gerhard, du hast sie weggetragen, Drohnenrahmen geschnitten, haben noch ein Brutbrett geschröpft, haben aus einem anderen Sammelbrutableger die zwei Weißelproben auch noch zu Ablegern gemacht. Wir haben also drei Brutwabenableger erstellt. Wir haben festgestellt, dass die Honigräume immer noch nicht sonderlich voll sind. Also ich brauche keinen zweiten Honigraum aufsetzen. Hast du erzählt, dass der Raps da hinten langsam rum ist? Ja. Nee, hat er nicht erzählt? Doch, gut. Ja. Okay, wunderbar. Wir haben außerdem 5 Sammelbrutableger belarvt und einen muss ich jetzt noch machen. Der da den Deckelverkehr drum noch drauf hat, der hat tatsächlich hier noch ein Loch und da kommt gleich noch ein Zuchtrahmen rein. Morgen kontrolliere ich die, falls der Gerhard mich herfährt, weil mein Auto ist kaputt, da muss ich mich herfahren. Kontrolliere ich nochmal die Annahmequote der Zuchtlatte. Das, was ihr eben gesehen habt bei der verschulten Zuchtlatte, da waren ja 28 von 30 angebotenen Näpfen angenommen. In der Regel nehmen sie beim ersten Mal belarven, wenn ihr Sammelbrutableger so bildet und pflegt, wie wir es euch empfehlen, also 9 Tage warten, Nachschaffungszellen kaputt machen, nehmen sie beim ersten Umlarven von 30 angebotenen Näpfen vielleicht 24, 25 an und ich gucke nach einem Tag nochmal nach und setze halt die restlichen nochmal neu Larven rein und da haben sie jetzt wieder 2 ausgefressen, aber ich habe 28. So viel Bienen sind da ja gar nicht drin, dass ich daraus 28 Brutwabenableger machen könnte. Und da meine ich den Gerhard vorhin gehört zu haben, so aus dem Off, dass er dann erzählt hat, für den Fall, dass man unheimlich viele Königinnen irgendwo übrig hat und mit denen auch noch einen Begattungsableger machen will, da nutzt man halt dann den nächsten Sammelbrutableger. Ich habe ja ganz viele und dann nutze ich einfach den nächsten Bienen, die auch schon länger weißellos sind und schmeiße die dann mit der Jungkönigin zum Begattungsableger. Und die müssen dann wieder wegtransportiert werden, damit sie sich dort wieder brav einfliegen.
Und jetzt mache ich nochmal Werbung. Am 28. Ja. Da ist es mit den zwei Terminen, oder? Genau, da machen wir erst live vom Bienenstand. Erst hier kurz live vom Bienenstand, nur Schwarmkontrolle oder sowas. Oder irgendwas anderes, was uns einfällt. Und dann machen wir eine deutlich längere, wenn ich Essen für den Martin und die Laura oder so mitbringe, Session, wo es darum geht, dass ihr dann wirklich alles ganz genau seht. Da wird umgelarvt, da brechen wir in Ruhe die Nachschaffungszellen, gucken uns die an, wo die wie versteckt sind und sowas. Also das ist ein Kurs, wo ihr befähigt werden sollt, hinterher zu Hause auch alles nachmachen zu können und keine Fehler zu machen. Darauf legen wir ja hier jetzt keinen großen Wert. Heute haben wir viel Zeit zum Quatschen gehabt, weil ich umlaufen musste. Aber ansonsten erklären wir es ja nicht so genau. Gut. Gerhard, ein Wort zum Pfingsten? Zum Sonntag. Ja. Abend. Schönen Abend. So, guck mal, wir machen mal hier nochmal kurz die Gesamtrunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, lasst uns gerne hier noch so einen Daumen nach oben da, abonnieren und das nächste Video anklicken. Und dann sehen wir uns in einer, nicht ganz einer Woche wieder hier. Genau. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.